Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Heute mit Kaspar, Sven, live aus Bremen, Stefan und mir, Sebastian Schack, frisch zurück aus dem Urlaub. Kaspar, was habe ich verpasst? Hast du mitbekommen, dass gerüchteweise, und jetzt sind wir in dieser wunderbaren Gerüchtewelt, als erstes Thema direkt Gerüchte, ist geil. Apple arbeitet wohl an einem 16 Zoll MacBook. Aber ich kann nicht sagen MacBook Pro, weil man es nicht weiß. Die Frage ist jetzt, wird das sowas wie das 17 Zoll Modell oder bringt Apple ein neues MacBook Pro einfach mit randloser RAM-Display? Was ist überhaupt mit dem 17 Zoll Modell? Wir haben auf maclife.de gerade einen Artikel Pro und Contra 17 Zoll, habe ich vorhin noch gesehen. Seit wann gibt es das nicht mehr? Seit einigen Jahren, oder? Ist das 17 Zoll Modell eingespart? Das ist ja schon ein paar Jahre raus, ja. Genau. Wäre es nicht schön, auch mal wieder ein großes MacBook Pro zu haben und nicht immer nur diese 15 Zöller? Alles Punkte, die mir bei Apple arbeitet am 16 Zoll Display irgendwie so in Erinnerung gekommen sind. Was meint ihr? Ist es ein neues MacBook Pro? Ich denke schon. Also die haben sich jetzt bei den End-User, Normal-User-Dingern eingeschlossen auf die kleinen Dinger. 12 Zoll, unklar, ob das weitergeführt wird, weil es gab ja kein Update. Mit dem 13,3 Zoll MacBook Air. Meine Frage wäre tatsächlich eher, wird es ein größeres Gerät oder ist da genug Platz in diesem schwarzen Transparent-Display, dass man da 16 Zoll hinbekommt? Ja. Kann das sein, dass das 17 Zoll von 2011 ist? Das kann sein, ja. Das würde ich nicht ausschließen, ja. Ich habe gerade mal geguckt. Das ist ja echt uralt. Das 2-3 Jahre noch mitgeschleppt haben. So wie man das von Apple inzwischen kennt. Also du meinst, dass wenn man jetzt bei dem aktuellen Design das den Rand einfach einspannen würde, dass das nicht ganz 16 Zoll ergeben könnte? Frage ich mich jetzt gerade. Also ich würde kein größeres Gerät haben wollen. Ja, vor allem, wenn das jetzt den Displayrand einspart, die neue Designlinie, warum dann nur 16 Zoll und warum nicht dann quasi auch eine 14 Zoll Variante, wenn man das 13 Zoller noch randlos macht? Weil gerüchteweise arbeitet man wohl nur an einem 16 Zoll Modell. Gerüchte, es kann sein, dass wir einfach nichts wissen von einem 14 Zoll Modell, aber ich finde es halt so seltsam, wenn man sagt, wir machen nochmal ein neues Design fürs MacBook Pro und dann nur das Große anpassen irgendwie. Das stimmt. Da würde ich auch erwarten, dass beide angepasst werden. Einfach auch damit auch dieser Zoo nicht noch größer wird von Displaygrößen und Ja. Wie sehr steht Apple denn unter Druck mit dem aktuellen 15 Zoll Modell? Weil es gab ja doch schon jede Menge an Problemen, sei es jetzt irgendwie Tastatur oder Displaykabel oder Akkus, die aufblähen oder. Also die Liste der Mängel ist ja schon relativ lang, würde dann nicht die aktuellen Varianten betrifft. Würde dann nicht eher dafür sprechen, das Modell einfach noch ein bisschen zu überlassen und weiter die Kinderkrankheiten auszumerzen? Also ich gefühlt ist das neue MacBook Pro ja eh erst seit kurzem im neuen Design, was natürlich nicht stimmt. Es ist ja jetzt schon 3 Jahre, im dritten Jahr im neuen Design. Mit Touchbar? 15, ja, ne? Mit Touchbar, ja. Ja, aber also die Frage ist auch klar, Apple steht da in der Kritik mit vielen Sachen, die sie bei MacBook Pro vermeintlich mangelbehaftet ausgeführt haben. Aber ich höre niemanden mehr, der über die Größe schimpft. Also natürlich gab es, als sie das 17 Zoll Ding eingestellt haben, diverse Leute, die geschrien haben, hier, aber ich kaufe das doch so. Ja, du deine 3 Freunde, aber sonst halt niemand. Also wird der Grund gewesen sein. Aber ja, größeres Display. Also es könnte höchstens genau so das sein, das ist einfach mitten, wie beim iPad Pro jetzt auch. Man sagt, okay, das Gerät wird halt nicht größer, aber aufgrund von neuen Technologien, die wir hier entweder entwickelt oder erworben haben, kriegen wir das mehr Bildschirm in dieselbe Gehäuse. Ja. Wie ist denn das im PC-Markt? Verkaufen sich da, also gefühlt gibt es da auch eigentlich nur noch 13 und 15 Zoll, oder? Der Trend geht auf diese 2 Displaygrößen. Ich wüsste jetzt nicht von großartigen Notebooks mit 17 Zoll oder so. Jetzt fehlt Thomas leider, der die Google-Ecke abdecken könnte, ne? Ja. Genau, der kennt sich ja keiner aus. Der hat Pollen. Der hat Pollen, genau. ja, tatsächlich, ich kenne jetzt auch keine Statistiken, aber wenn man mal so guckt und ich habe jetzt zuletzt mal wieder ein bisschen Zeit an Universitäten verbracht und da mal so bei Veranstaltungen so gesessen. So richtig große Laptops hatte auch niemand mehr und ich glaube, das ist auch vorbei. Ja. Man hat wirklich portable Laptops, weil inzwischen auch alle durch die Bank weg portabel sind, also was so Akku so betrifft. Man kann damit unterwegs arbeiten und hat dann eher tendenziell einen Monitor nochmal zu Hause oder im Büro stehen. Oder 2. Zumal die. Oder 2, Herr Möller.
oder zwei oder drei. Mit USB-C ist das ja auch deutlich einfacher als früher. Einfach anstöpseln und der Monitor ist dran und die werden ja auch bezahlbarer. Also die sind ja auch bezahlbarer als früher. Ich meine, so ein Monitor war ja durchaus auch unter Umständen eine Anschaffung finanziell. Da war das ein, zwei Zoll größere MacBook dann doch vielleicht sogar lohnenswert, wenn man nur damit gearbeitet hat. Ja. Ja, also ich denke auch, also ich glaube, da habe ich nicht viel verpasst, um den Bogen zu schließen. Nein, hast du nicht. Nein. Wenn sie das können, werden sie es mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass das ist, was es irgendwie Verkauf ankurbeln, dass das wäre, wo die Menschen nachlechzen, nach einem halben Zoll mehr. Ich glaube auch, dass tatsächlich das Design sich leicht vom Display her ändern wird, der Rest wird relativ ähnlich bleiben. Und meine Hoffnung ist, dass es nicht noch ein Gerät ist, was das Line-Up noch weiter auseinanderzerrt und undurchsichtig macht. Ja. So. Was noch komplett fehlt in dem Line-Up ist der Mac Pro. Da habe ich jetzt, das habe ich im Urlaub nicht gelesen, bei Bloomberg war es, glaube ich, auch, wie ich das gelesen habe. Unter anderem, dass die wollen Informationen haben, dass jetzt wirklich auf der WDC vorgestellt werden soll. Ja. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung, oder? Der letzte ist von 2013, ja. Ich glaube, zumindest zeigen müssen sie ihn. Ob er dann direkt gleich bestellbar sein wird, ist die Frage. Aber wir werden zumindest was hören müssen über ihn, glaube ich, oder? Ich glaube auch nicht, dass er bestellbar ist. Die werden das mit 2019 schon so handhaben, wie sie alles immer mit Datumsangaben handhaben. Ende 2019. Ja, der erste wird pünktlich an Silvester irgendwie eben persönlich ausgeliefert. Mit einem berittenen Boten. Aber viel spannender finde ich, was ich da gelesen habe, ist, also ja, der soll irgendwie modular sein, was sie auch bisher schon erzählt haben, was bisher schon Gerüchte gekocht wurde. Was ich spannender fand, war die Ansage, dass sie nicht nur ein Mac Pro vorstellen werden, sondern auch ein Apple-eigenes Pro-Display mit 31,6 Zoll und 6K-Auflösung. Das kann keiner ausrechnen. 31,6 Zoll. Das wäre mal eine Ansage. Ja, tatsächlich. Also für eine Firma, die vor zwei Jahren, drei Jahren, zweieinhalb Jahren gesagt hat, oh, Monitor machen wir nicht mehr, wird das mal eine Ansage. Ja, wann kommt dann wieder der WLAN-Router von Apple? Da ist ja auch wieder Luft im Markt, ne? Also jetzt denke ich zumindest. Aber da kommt vielleicht gleich zu. Okay, gut. Greife ich wieder zu weit. Braucht es denn noch so ein Apple-branded Display? Also ich weiß, dass die alten Thunderbolt-Displays viele Fans hatten. Die standen in vielen Büros und in Verlagen auch. Aber diese mit LG zusammen entwickelten Monitore, die sind ja auch jetzt, also, ne? Wobei da auch viel gemeckert wurde, ne? Über dass die nicht vernünftig funktionieren und der Sync nicht funktioniert und dass die ausgehen, wenn man eben hier komische Sachen auf dem Mac macht. Okay. Das war auch alles nicht golden. Also inzwischen scheint das alles behoben zu sein, aber ich hätte auch gerne ein schickes Display. Ja, designtechnisch könnten die natürlich schon ordentlich nach vorne preschen. Vor allem, wenn das MacBook randlos wird, warum wird nicht auch das Display dann randlos? Genau. Also ich habe jetzt ja hier einen relativ aktuellen LG-Monitor vor mir, der ist jetzt auch nicht unfassbar hässlich, aber der ist halt sehr unsymmetrisch. Unsymmetrisch? Naja, so Motorsgerät. Naja, da links, rechts hat er relativ schmale Ränder, oben hat er einen bisschen breiteren Rand, unten ist der Rand am breitesten, weil dieses unsagbar hässliche LG-Logo kleben muss. Gut, das wäre bei Apple gerade auch so, dass dann der Apple da wieder sichtbar wäre. Das ist für mich aber weit weniger schön. Der als Anhänger unten dranhängen. In Rosé-Gold oder Gold wahlweise. Ja. Ja, vielleicht auch das, aber naja. Aber die Frage ist, was kostet denn sowas wohl? Ja. Ein sagen wir 32 Zoll großzügig gerundet Display mit 6. Also vor acht Jahren wurde der mit 1000 Euro eingeführt. Der 27 Zoll, das Display. Vor acht Jahren und da muss ein Apfel drauf. Insofern dürfen wir noch ein bisschen oben drauf packen an finanziellen. Also unter 2000 wird es den nicht geben. Was? So ich viel? Auch nicht. Ja. Alter. Das ist aber richtig viel. Man konnte es ja damals immer noch schön rechnen mit dem iMac, ne? Dass man sagt, okay, dann ist der iMac halt unfassbar günstig, weil man den für 2.500 bekommt in passabler Ausstattung. Und man also nur 1.500 Euro für den Computer zahlt. Ja. Aber ja. Aber ist das nicht voll das Randgruppenprodukt letztlich? Ich meine, wer stellt sich nehmen wir jetzt einfach mal an, 2.000 Euro Display auf den Tisch?
Ich bin mir da. Also auch Apple wird ja auch nicht ohne Grund die Entscheidung getroffen haben, ursprünglich sich da von den Displays zu trennen und eine Kooperation einzugehen mit LG. Einfach weil der Aufwand wahrscheinlich nicht in Relation zu den Erlösen steht. Du meinst, es wäre eher so ein Marketing-Gag, jetzt nochmal ein Display rauszubringen für die 10 Leute, die es haben? Genau, jetzt nochmal zu zeigen, wir können doch auch Pro, weil hier der neue Mac Pro und dazu das tolle neue Display, aber dazu reicht das schwarze Gehäuse nicht, sagst du. Zum Geld verdienen taugt das Apple, glaube ich, nichts. Nee, das denke ich auch nicht. Das denke ich. Also, klar, die werden schon Gewinn auf jedem einzelnen Gerät machen, aber das wird nicht so die Absatzzahlen haben, dass das iPhone Angst bekommen muss. Das ist ja auch immer so interessant, wenn man das dann im Netz beobachtet, dass einige der Pro-User halt doch sehr viel Gehör finden und gefühlt sehr laut am Schreien sind. Aber ja, sehr laut bedeutet nicht, dass das eine Mehrheit sein muss, sondern einfach nur eine sehr vokale Minderheit, die da Kritik am Line-Up und den Produkten. Die sind ja auch schon seit längerem unzufrieden, verständlicherweise. Also das ist ja auch die Nutzergruppe von Apple, die lange Zeit ja nun sehr benachteiligt wurde oder vergessen wurde, kann man mal fast sagen. So, also dass die laut schreien, kann ich ja fast schon nachvollziehen. Da kann man vielleicht andersrum fragen, ob es überhaupt noch einen Mac Pro braucht. Also wer soll den denn kaufen, wem nicht auch ein iMac Pro mit externer GPU reicht? Ja. Oder selbst der Mac Mini dringt ja inzwischen in Pro-Bereiche vor, wenn du ihn richtig ausstattest. Du kannst ihn ja auf ziemliche Hardware hochblasen, wenn du die finanziellen Mittel dazu hast. Vielleicht gibt es so ein Display einfach zum Mac Pro dazu. Apple schenkt dir was? Statt Aufkleber? Dafür kostet aber auch 10.000 Euro. Statt Aufkleber. Kannst du wählen beim Bestellprozess. Genau, möchtest du ein Aufkleber oder willst du ein Display haben? Dann gibt's das aber nur in weiß, ne? ja gut, also muss irgendwie jetzt zur WWDC so oder so kommen, da müssen irgendwas zeigen, weil wenn nicht da, wo dann? Also auf der Entwicklerkonferenz hat das ja schon was zu suchen, das Gerät. Ja. Aber das Interesse scheint abgeflaut zu sein dran, oder? Es ist nicht so, dass das irgendwie mit großer Spannung erwartet wird. Was vielleicht für Apple auch einfach macht, diesmal da zu überzeugen. Also, ich meine, es hat ja sehr lange gedauert und wie du sagst, der iMac Pro, mich persönlich hat der iMac Pro ein bisschen überrascht. Also das jetzt in so ein iMac-Gehäuse reinzuklöngeln, diese Leistung, die das Ding kann. Und wie du sagst, zur Not haue ich noch eine externe Grafikkarte dran und dann bin ich sowieso glücklich bei den meisten Dingen, die man aktuell mit einem Rechner machen kann. Und habe schon ein großartiges Display mit drin. Also zwar denn nur 27 Zoll, aber auch 5K. Ja. 5K Retina. Und zur Not stelle ich mir das Display noch daneben. Das geht ja auch noch. Genau. Ja. Wahrscheinlich geht das. Ich hoffe. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, was man wohl an Power braucht, um so ein 6K-Display mit Pixel zu befeuern. Wie viele Fenster hattest du beim iMac Pro offen gleich oder wie viele Systeme hattest du gleichzeitig da drauf laufen? Ich glaube 12 virtuelle Maschinen mit verschiedenen Windows, Linux und macOS. Ins Schwitzen hast du dir nicht gebracht damit. Also ich hoffe, so ein 31-Zoll-Display kriegt der hin. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, ja. Router hattest du vorhin noch kurz angesprochen, was Apple die wieder bringt. Und ich sehe da auch tatsächlich so ein bisschen Platz im Markt, weil alles, was so an Mesh-Gedöns rauskommt, funktioniert ja vor allem geräteübergreifend, systemübergreifend zu halb. Mhm. Ich bin mit dem, was AVM hat, zu Hause so mittelglücklich, weil ab und zu dann das iPhone sich aus dem Schlafzimmer doch nicht mit der einzelner weiter befindlichen Range-Extender Steckdosenlösung verbindet, sondern mit der Fritzbox, die eine Etage tiefer steht und dann ist der Durchsatz von Arsch. Ja. Und in den USA jetzt über 2-3 Jahre groß gefeiert, Eero, die wohl auch wirklich für Dumme sind, also packst du aus, funktioniert. Wir sind jetzt gerade von Amazon gekauft worden. Ob man das möchte, weiß ich auch nicht. Mhm. Also weil wer weiß schon, was dann, also wer da welche Daten hin vermittelt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das warum ist das nicht mehr Apple TV mit drin? Ja, warum kann der Apple TV das nicht? Und was mir als Funktion auch tatsächlich am ehesten wehtat, als Apple seine Router-Familie einstellte, war einfach das Backup über WLAN mit der Time Capsule. Ja. So, das ist eine Funktion, das
war immer einzigartig. Kein anderer Hersteller hat das so angeboten. Und das war für viele auch ein Kaufargument, sich ins Apple-Ökosystem einzuklinken. Und das ist halt komplett ausgestorben, seit die Router weg sind. Ich denke, man braucht halt einen neuen Namen, weil Home ist ja nun schon an Google vergeben. Aber so im Prinzip ist es so, das Apple Home-Gerät, was ich gerne hätte. Ja. Da stecke ich da eine Festplatte dran, ich stecke ein Netzwerkkabel und Strom dran und habe da mein Apple TV und mein AirPlay und habe da dann über das USB-Kabel, habe ich da eine Time Machine-Lösung, vielleicht habe ich sogar eingebauten Speicher, vielleicht noch besser sogar. HomeKit-zentral ist es ohnehin, wenn ich ein Apple TV habe. Ich schiele Richtung HomePod, der bei uns in der Redaktion steht. Eigentlich wäre das doch auch der. Das Gerät, was dafür vielleicht mal geeignet wäre. Ja. So. Also eine WLAN-Antenne kriegst du da bestimmt noch reingedüngelt und ein bisschen Speicher. So. Eine mehr meinst du? Ja. Ja. Aber eine Festplatte willst du nicht in einen Lautsprecher einbauen. Nee, du musst. Flashspeicher. Flashspeicher, genau. So ein Terabyte, ja, und dann kostet das Ding 5.000 Euro und dann sind alle glücklich. Ja, genau. Ich glaube, das kannst du den Leuten nicht vermitteln, weil die sehen dann zuerst, ach ja, ist ja eigentlich ein Lautsprecher, warum soll ich denn für das ganze andere Geklöngel irgendwie noch mit draufzahlen? Weil das wird den Preis ja schon ganz ordentlich in die Höhe treiben. Ja, gibt es zwei Varianten. Dann wäre das der HomePod Plus. Ja. Der HomePort. Max. Der HomePort. Auch schön. Statt AirPort. Das würde ich mir gleich schützen lassen. Ich gucke mal, ob das nicht schon so weit ist. Titelschutzanzeige. Ja. Wenn du morgen nicht mehr zur Arbeit kommst, wissen wir, was passiert ist. Hat Apple angerufen. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ich hätte gerne eine Alternative zu AVM. Also ich bin grundsätzlich mit der Fritzbox nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Ich habe dort das aktuelle Modell. Bevor ich hier Strafen angucke, das aktuelle Modell. Ich hätte gerne mal eine Alternative dazu und die hätte ich auch gerne von Apple. Also von der Firma, wo ich bisher das Vertrauen nicht verloren habe. Ja. Ja, ich möchte nicht auf eine Drittlösung zurückgreifen, um mein Mac-Backup machen zu können. Ich möchte es auch einfach mal wieder mit einer Apple-Lösung machen können. So. Wieso nicht in der Cloud? Ja, okay, es geht nicht. Aber also weil es nicht geht, genau, ja. weil Apple es nicht anbietet. Zum Zweiten aber auch einfach, du kommst nach Hause und sobald du dich ins WLAN einwählst, macht er den Rest automatisch. Das war so einfach schön und angenehm. Mhm. Also so, und du weißt, die liegen dann bei mir unterm Schreibtisch, die Daten. Ja gut, das ist natürlich ein Argument. Andererseits haben wir uns ja auch schon gefragt, warum Apple kein iCloud-Backup für den Mac anbietet, ne? Ja. Das finde ich tatsächlich eine Katastrophe. Also wir haben das im aktuellen Heft, ist es drin? Mhm. Ja, im Heft, was jetzt demnächst erscheint. Haben wir ein iCloud-Spezial drin und haben das da auch schon diskutiert. Warum Apple mir ein iCloud-Backup für iPhone, iPad und damit auch Apple Watch anbietet, aber nicht für mein Mac? Geht ja theoretisch, wenn du Schreibtisch und Dokumente in die Cloud packst, dann musst du halt alles da reinpacken. Es gibt also Leute, die machen das. Aber das steht wieder auf einem anderen Kapitel. Das ist ein anderer Punkt. Dafür wurden die Stacks erfunden. Ne? Stimmt, genau. Tatsächlich glaube ich, dass ich nirgendwo anders persönliche Daten habe. Also Fotos sind ohnehin bei mir Foto-Mediathek synchronisiert. Und ich glaube, ich habe persönliche Daten nur auf Schreibtisch und im Dokumente-Ordner. Aber was du so mit den ganzen Einstellungen und den ganzen Programmen, die ich installiert habe, das hätte ich auch gerne dann damit drin. Genau, dass du, wenn der Mac wirklich mal abschmiert und du eben kein Backup hast, was du von Hand angelegt hast, dass du nicht immer alles wieder einrichten musst. So. Genau. Genau. Dass ich vielleicht sogar dann meinen neuen Mac, wenn der jetzt kaputt geht oder sowas, den bestelle ich und muss ich mir ohnehin meine Apple ID anmelden, wenn ich was kaufen will. Dass das gleich aufgespielt. Der ist mir schon fertig zugeschickt. Ja. Verrückt. Wie gut wäre das denn? Nein, aber das ist auch ein bisschen gruselig. Amazon hat das vor Jahren gemacht schon mit dem Kindle. Der kam fertig eingerichtet. Ja, ich weiß, im Fire TV glaube ich auch, der Stick. Da kam dann auch direkt mit deinem Namen drauf. So, okay, ich mach den nochmal platt. Naja, aber also wie gesagt, Speicherplatz haben sie irgendwie genug und aktuell bieten sie für einen Zehner im Monat 2 Terabyte an, iCloud-Speicher. Ja. Das wird dann im Kontext von Apple Family, iCloud Family Sharing wird das nicht reichen. Wenn man da 5 Rechner backuppen möchte. Aber warum dann nicht für 15 Euro oder für 20 Euro im Monat dann da die 10 Terabyte Variante oder 5 Terabyte und gib ihm. Also die Technologie ist ja da mit Time Machine. Das müsste ja nur iCloud müsste das Ziel für ein Time Machine Backup werden. Genau. Und das reicht ja auch von mir aus dann, dass es tagesaktuell ist. Das muss gar nicht so inkrementell sein, wie es jetzt ist mit Time Machine, dass ich 47 Versionen von dem Pages-Dokument da gespeichert habe, sondern halt immer die aktuelle Version.
Ja, und spätestens, wenn du mal dringend eine Datei suchst, die du verloren hast, bist du auch froh, dass du die 10, 20 Euro bezahlt hast im Monat, weil du sie ganz einfach jederzeit, wenn du WLAN hast, wieder herstellen kannst. Aber da wirst du ja nur happy, wenn du eine Flatrate hast, wenn du einen volumenbasierten Tarif hast für deine Internetanbindung. Gibt es das noch? Auf dem Dorf. Da, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das doch gibt. Und die Frage wäre jetzt, das weiß ich nämlich nicht, wie das in den USA ist. Wenn es da irgendwie gang und gäbe noch wäre, volumenbasiert abzurechnen, dann ist sicherlich in den Köpfen der Apple-Entwickler auch drin, ja, wäre vielleicht nicht der optimale Weg, dann Online-Backup für unsere Kunden anzubieten, weil man ja zuallererst aller Wahrscheinlichkeit nach den US-amerikanischen Markt im Blick hat. Ja, aber auf der anderen Seite, das iPad hat jetzt 1 Terabyte, das iPhone glaube ich 512 Gigabyte. Und da gibt es die Backup-Funktion ja auch, wenn du dich ins WLAN einwählst über die iCloud. Ja, stimmt. Ich glaube, was dagegen spricht, ist der große Erfolg von so Anbietern wie Backblaze und sowas, die jetzt auch schon Online-Backup machen und die aus den USA kommen. Ja, aber hat Apple schon mal, also haben die jemals drauf, also geguckt, was die Konkurrenz macht und dann deswegen was nicht angeboten? Nein, im Gegenteil. Also ist andersrum gemeint. Das wird jetzt schon angenommen in den USA. Backblaze ist ein riesen Erfolg. Du ein Argument dafür, dass sie es auch machen könnten. So. Genau, offensichtlich. Okay. Wahrscheinlich ist es keine Bandbreitenthematik. Ich kann übrigens tatsächlich aus eigener Erfahrung, ich nutze es seit 6 Jahren, glaube ich inzwischen, solange Apple nichts anbietet, Backblaze sehr empfehlen. Schmeißt man 5 im Monat rein und kann alle internen Festplatten ein paar USB angeschlossene Festplatten sichern. Netzwerkspeicher gehen nicht. Es sei denn, man lädt sich irgendein magisches Plugin runter, was dann dem Mac vorgaukelt, dass das Netzwerkspeichergerät ein iSCSI-Gerät ist. Dann kann man auch Netzwerkspeicher in Backblaze sichern. Finde ich mal ganz einen Punkt. Es hat 5 im Monat. Pro Gerät. Für egal wie viel Speicher. Oh, das ist. Hat dafür auch nichts Inkrementelles, sondern immer nur die aktuelle Version. Seit jetzt 1 oder 2 Jahren haben sie die App aktualisiert, sodass man da auch unterwegs drauf Zugriff hat. Also es war eine Zeit lang so, dass man halt das ganze Archiv runterladen konnte oder sich das per Express schicken lassen konnte auf Festplatte. Oh. Also aus den USA. Aus den USA. FedEx. Over aber gegen Geld. Ja, natürlich. Aber naja, aber wenn das so dringend ist, dann ist das Geld auch egal wahrscheinlich. Also wenn du nicht die 2 Tage warten kannst, bis deine Terabyte runtergeladen ist. Gesamte Geschäftsbericht sonst nicht da ist oder so. Ja, genau. Und inzwischen ist es aber so, dass man dass das Backup sowieso, das wird verschlüsselt. Also die Daten, die übermittelt werden, werden auf dem lokalen Rechner einzelne Chunks runtergebrochen und dort verschlüsselt und dann hochgeladen. Man hat jetzt aber auch so einen Dateibrowser. Das heißt, ich kann mich mit der App auf dem iPhone und iPad bei Backblaze einloggen und kann da die Dateien sehen, nicht mit dem ganzen Archiv. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und merke, ich habe eine Datei vergessen von meinem Mac, kann ich die mal kurz schnell runterladen. Das ist ja noch ein Argument dafür. Nicht schlecht. Egal, was ihr nutzt, Hauptsache ihr macht ein Backup. Ja. Das ist ganz wichtig. Daten sind keine Daten, wenn es keinen Backup gibt. Ja. Oder mehrere Backups. Ich habe ja so eine. Umso mehr, umso besser. Kein Backup, kein Mitleid. So. Richtig. Das ist die Strategie, die ich auch fahre. Ja. Super. Das mache ich auch in der Familie so. Also erste Frage ist, gibt es ein Backup? Wenn die Antwort nein ist, dann gibt es von mir auch kein Mitleid im Familienkreis. Ich habe tatsächlich all meine Daten sind an 4 verschiedenen Orten. Das muss reichen. Ich hoffe, damit wirst du alle Eventualitäten irgendwie überstehen mit den Daten. Ich denke das auch. Gut. Gut. Mir fällt da keine gute Überleitung ein, aber was genauso wie Backups, was man sich mal angucken könnte, ist Readly. Mit denen haben wir schon häufige Aktionen zusammen gemacht. Ist ja quasi ein Backup des eigenen Zeitschriften. Regals, genau. Eigentlich ganz Regals. Die sind sowas wie, Kasper, erklär du mal. Was ist Readly? Die sind das Spotify für Zeitschriften, nennen sie sich, glaube ich, auch selbst, oder? Netflix für Zeitschriften, ich weiß es gerade nicht genau. Also sie sind ein Streaming-Anbieter für Zeitschriften mit, lass mich nicht lügen, 3600 Titeln inzwischen, über 3600, deutschsprachig und
englischsprachig und ich glaube auch von, international. Also internationale Titel, genau, in verschiedenen Sprachen. Der Vorteil ist, du zahlst einmal im Monat deine Gebühr und hast dafür Zugriff, vollen Zugriff auf alle Magazine und Zeitschriften, die da drin sind und kannst sie digital lesen und auch in einer sehr angenehmen App und im Desktop. Da gibt es ja immer noch den Browser, oder? Den ja, der wurde erhalten, nachdem großer Protest angekündigt wurde, als die meinten, sie stellen das ein. Ja. Dann gab es großen Protest und dann auch von uns? Ja, und dann sind sie eingeknickt, weil es einfach praktisch ist. Du hast halt alle deine Magazine im Browser. Und es, Readly könnte so ein bisschen die Zukunft für Printmagazine sein. Ja. So. Und wir sind mit denen so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen verpartnert. Also wir haben schon diverse Aktionen zusammen gemacht. Das ist das Neue, was wir zusammen machen, ist ein Readly Exclusive. Das sind Magazine, die exklusiv, daher der Name. wow, jetzt verstehe ich das. bei Readly erscheinen. Und wenn ihr ein Readly-Abo habt, guckt euch das mal an. Wir haben da jetzt so ein 130 Tipps und Tricks Spezial veröffentlicht zum mit 130 Tipps und Tricks zum Mac, zum iPhone, zum iPad, zur Apple Watch. Das hat vor allem Herr Möller zusammengestellt. Und wer bisher kein Readly-Abo hat, kann sich da einfach mal, und ich glaube kostenfrei 14 Tage, was sind das? Paar Tage auf jeden Fall. Man kann auf alle Fälle ein paar Tage reinschnuppern. Den ersten Monat gibt es hier 1 Euro, da kann man nicht mehr. Ja, das so kann man ruhig mal testen. Genau. Genau, da findet ihr auch die MacLife, also alle Titel, alle Printtitel aus dem Hause Falke Media, was der Verlag hinter MacLife ist, gibt es dort. Und halt jetzt auch das erste Readly-Exclusive-Experiment, was bisher verdammt gut anläuft. Würde mich freuen, wenn ihr auch alle mal reinguckt. Zum einen, weil das ein paar Cent in unsere Kasse spült. Zum anderen aber auch, um so ein bisschen Feedback einzusammeln, wie das so ankommt, was man vielleicht besser machen könnte oder ob das alles schon perfekt ist. Ja, ob es was gibt, was man vielleicht bei so einem Zeitschriften-Digital-Dings vielleicht erwartet, was nicht drin ist oder irgendwelche Wünsche oder sowas. Genau. Also wir haben uns Mühe gegeben, unser erstes Readly Exclusive auch dahingehend anzupassen, dass es vernünftig funktioniert auf dem iPad und halt nicht aussieht, wie die Titel, Readly Exclusive Titel einiger unserer Mitbewerber, die... Du meinst, die eine normale Druck-PDF da reingeknallt haben und... Ja, genau. Und wo man auch den Heftfalz noch quasi erahnt. Und solche Dinge, ja, ja. Uncool. Und das ist hübscher. Wer die MacLife mag, wer Schleifenquadrat mag, kann sich das gerne mal angucken. 130 Tipps und Tricks fürs iPhone, fürs iPad, für den Mac und die Apple Watch. Cool. Gut, ansonsten, wo wir schon bei Hörerfeedback sind, wir könnten eins einspielen, denn wir haben wieder Hörerfeedback bekommen in Form eines Anrufs auf unserem Anrufbeantworter. Ich drücke hier jetzt einfach mal Play, mal gucken, was passiert. Hey, Shaki, mein Lieber, grüß dich. Du, sag mal, ich brauche mal deine fachliche Kompetenz. Und zwar habe ich mir jetzt auch endlich so ein iPhone XS Max zugelegt. Und tolles Gerät. Ich habe mich auch ziemlich schnell an das Fehlen des Home-Buttons gewöhnt. Aber wenn, man konnte auch immer so schön, wenn ich auf der Seite 13 des Homescreens war, per Push auf den Home-Taste auf die allererste Seite quasi sofort direkt gelangen. Ne? Wie mache ich das denn jetzt? Ohne diese Taste. Ich komme da einfach intuitiv nicht drauf. Aber du als Spezialist weißt aber schon Rat, oder? Ja, hau rein, Jackie. Tschüss. Erste Frage, war das mit 13 Seiten ernst gemeint? Ich fürchte, ja. Okay, gut. Dann hab ich und da sind Ordner schon mit bei, ja, okay, gut. Hoffe ich. Aber das, ja, aber das finde ich nicht ungewöhnlich. Ich habe ja auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich komme auf 9 Seiten. Ich hätte gar keine Lust, da so lange zu wischen. Ich komme auf 5 und das ist mir schon die letzte Seite, rufe ich quasi nie auf. Okay. Die Resterampe. Aber jetzt löst aber ihr benutzt das Ordner, oder? Also ich habe 2 Seiten und ich benutze Ordner, ja. Ich benutze auch Ordner. Ja. Ich wünsche mir auch Unterordner eigentlich noch. Ah, ja, stimmt. Eigentlich wäre das. Ich habe 3 Seiten. Apple, falls ihr zuhört, iOS 13. Die einzige Funktion, die wir wollen, sind Unterordner. 4 Ebenen. Nicht?
dann finde ich nichts mehr. Das könnte ja schwierig werden. Okay. Eine Suche. Nee, ja, ich muss gestehen, 50% der Apps rufe ich eh nur noch über die Suche auf. Ja, ich auch. Also genau. Alles, was nicht auf dem ersten Screen ist, das rufe ich über die Suche auf. Bei mir ist es erst ein Byte. Egal, jetzt aber löst das doch mal auf. Genau. Ich hatte so um Hilfe gebeten. Genau, erstmal die erste große Auflösung, warum spricht er mich direkt an? Rafa hat hier mal gearbeitet bei uns. Macht jetzt andere Dinge, hat ein paar Jahre hier bei uns, lange Jahre bei uns gearbeitet, hier auch im Team gearbeitet. Wir kennen uns also. Der Trick ist ganz einfach und ich glaube, man bekommt ihn auch, wenn man das iPhone einrichtet, im ersten Tutorial so ein bisschen gezeigt. Ich glaube, schon mal darauf hingewiesen. Ist auch da einfach von der unteren Kante, und zwar so von der Gerätekante, nicht vom Display aus, sondern so weit und wie möglich ins Display reinwischen und man kommt zurück zur ersten Homescreen. Seite. Ja. Genau, aber all sowas, also genau den jetzt nicht, aber so Tipps und Tricks, nicht nur auf dem Niveau, sondern auch für Fortgeschrittene, in diesem Readly-Spezial. Ja. Und? Und wir sollten mal so eine Spezial-Podcast-Folge machen. Ja. Nur mit Tipps und Tricks von unseren Hörern. Was haltet ihr davon? Ich finde das total gut. Also im Sinne von Menschen melden sich hier, entweder per Kommentar auf schleifenmoderator.fm. Im iTunes. Im iTunes. Unter der Dingsbums, ja. Genau. Schreiben uns auf Twitter, Facebook, also auf unserem MacLife-Account. Genau. Ja. Oder rufen an. Auf dem Anruf. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431-200-766-705. Ich wiederhole, 0431-200-766-705. Weil man muss ja dazu sagen, selbst wir, die uns ja nun täglich mit Apple auseinandersetzen, entdecken immer noch Funktionen, die wir nicht kannten. Also ich sitze manchmal vor irgendwelchen Tipps und Tricks-Dingern und denke, ach guck mal, wieder was gelernt. So. Mhm. Also ich denke, da gibt es viele Tipps, die wir zum Beispiel auch noch nicht kennen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr so wie Rafa nicht gerade parat habt, dann fragt uns gerne. Wir gehen dann auf die Suche und. Genau. Nicht nur melden, wenn ihr irgendwas Tolles wisst, sondern ja. Auch, wenn ihr irgendwas Tolles nicht wisst. Das ist die einmalige Chance. Ja. Sonst gibt es ja immer diese. Wir haben ja auch im Heft so Technikfragen, die geklären und so. Und wir können halt leider nicht immer alle Anfragen beantworten. Das ist so. Vor allem nicht im Heft. Vor allem nicht im Heft. Nee, weil wir ja nun mal auch so ein Heft noch irgendwie entstehen lassen müssen und so. Aber wenn ihr schon länger eine Frage habt und wir bisher auch vielleicht nicht darauf reagiert haben, jetzt habt ihr eine Chance. Ich bin gespannt. Ich auch. Ach, wird schon werden. Ich denke, ja. Uns reichen so ja auch schon. Genug teils hinreichend absurde Anfragen, also absurd im Sinne von komplexen Anfragen. um eine Stunde über jede Anfrage zu sprechen, meinst du? Ja. Ja. Gut, dann finden wir alles raus dann. Was wir demnächst mal rausfinden können, ist, wieso Klappdisplays eigentlich funktionieren, oder? Ich wollte gerade sagen, wozu wir keinen Support anbieten, sind Samsung-Telefone. Das wäre meine Überleitung gewesen. Super. Ja, Samsung hat bei seiner Unboxing heißt das bei denen, oder? Glaube ich. Ich habe die Veranstaltung angefangen zu gucken, bis deren koreanischer Chef auf die Bühne kam und eine halbe Stunde über Werte und Zukunft und so gesprochen hat. Da habe ich tatsächlich ausgemacht. Das Samsung Fold, worüber ich jetzt eigentlich reden möchte, wurde da aber auch schon präsentiert. Das ist das erste Klapphandy von Samsung. Es ist nicht das erste Klapphandy der Welt, glaube ich, weil es davor auch schon einige Hersteller gab, die Prototypen zumindest gezeigt haben. Du kannst beim Samsung Fold das Display einfach zusammenklappen und hast dann außen noch so ein kleines Display und auf der Rückseite die Kameras. Und innen kommt ein fast quadratisches Gerät zum Vorschein, wenn du es aufklappst. Ich weiß jetzt die Zollgrößen leider gerade nicht aus dem Kopf. Wird es ab April zu kaufen geben, in den USA zumindest, wie es in Europa ist, ist noch nicht ganz klar, und es wird um die 2000 US-Dollar kosten aufwärts, das ist der Startpreis. Frage an euch, was haltet ihr überhaupt von so klappbaren, faltbaren Telefonen? Sollte Apple das auch mal bauen? Die waren in den 90ern schon irgendwie komisch, ne? Meinst du Motorola und so? Ja, ja. Ich fand es mal ganz cool, dass man mit denen irgendwie auflegen konnte. Also auch gerade wenn man ein Gespräch. Das ist die wichtigste Funktion beim Telefonieren, oder? Wütend auflegen. Energisch. Ja, zack.
das ist echt mit dem Smartphone ist das verloren gegangen. Und ich hatte mehrere von diesen Motorola-Klapptelefon und hatte dann irgendwann so ein Vodafone PDA, hießen die, glaube ich, bei Vodafone, Personal Digital Assistant. Nee, VDA hießen die. Und bei Telekom hießen die, glaube ich, PDA. Naja, egal. Und dann ging es aber schon los, die waren dann mit so einem kapazitiven Touch-Display, mit so einem blöden Zahnstocherstiftchen dabei. Mhm. Und da hat es schon keinen Spaß mehr gemacht, aufzulegen, weil man so eine Taste drücken durfte, auch nicht so doll, weil das so ein Display ist. Und mit den iPhones macht das Auflegen auch keinen Spaß. Du willst die gute alte Telefongabel wieder. Genau, gerade wenn man ein nicht so erfreuliches Telefonat geführt hat und dann schwungvoll auflegen können, das wäre was. Wobei du, glaube ich, nicht im Tablet-Modus mit den Dingern telefonierst, oder? Das sieht so ein bisschen doof aus, wenn du so ein 8-Zoll-Display ans Ohr hältst und dann energisch zusammenklappend auflegst hinterher. Ich telefoniere in der Regel längere Telefonate ohnehin mit Kopfhörer, mit Headset. Ah, ja gut, das wäre natürlich. Ich könnte es dann offen vor mir liegen haben. Ja. Nee, also ich weiß nicht, ich finde das, mir fehlt so ein Gerät nicht. Mhm. Es ist aber tatsächlich, ich würde sagen, seit der Vorstellung des ersten iPhones 2007 ist es das erste mobile Gerät, was ich wirklich dringend in meiner Hand haben möchte. Mhm. Also bei allen anderen, ja, auch das erste iPad. Aha, ich weiß, wie ein iPhone funktioniert. Ich kann mir vorstellen, wie sich das wohl funktioniert und wie sich das anfühlt und was man da machen kann. Aber das mit dem faltbaren Display, das würde ich gerne mal, das bin ich gespannt, wie das so funktioniert. Wäre das was für euren Alltag? Also würdet ihr das brauchen, einfach ein Tablet, Smartphone in einem als Gerät? Sven, du schüttelst mit dem Kopf. Nee, ich weiß nicht, ich habe die Bilder gesehen und ey, das sieht ganz komisch aus. Nee, brauchen tue ich es nicht. Okay. Nein. Ich glaube auch nicht, dass das, da sind wir so ein bisschen in der gleichen Situation wie mit dem riesigen Apple-Display. Dass das ein Produkt ist, das einfach nur da ist, um zu zeigen, ja, wir können das. Mhm. Also eher so ein Leuchtturm, wo man drüber redet, aber dass sich letztlich am Ende des Tages, letztlich jetzt in dem Fall auch, ob das prohibitiv hohen Preises kein Mensch wirklich kaufen wird, weil für $2,000 kriegst du auch ein iPhone, ein iPad und obendrauf noch ein paar AirPods. Also preislich total uninteressant. Und ich glaube, das ist nur so ein Marketing-Gag letztlich, um im Gespräch zu sein und zu zeigen, wir haben da was Spannendes. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine transformative Erfahrung ist, das Ding in der Hand zu halten, zu sagen, oh ja, das ist die nächste große Sache im Smartphone- und Tablet-Bereich, weil ich glaube, es ist weder richtig Smartphone noch richtig Tablet. Und eher einen Kompromiss als wirklich was ganz gänzlich Neues. Mhm. Also ist bekannt, wie dick das Ding ist, wenn es zugeklappt ist? Ja, relativ dick und vor allem, weil es ja nur ja, wie zwei Telefone, würde ich sagen. Ja, ungefähr. Und weil es die Display-Einheiten ja aufeinander klappt, ist auch so, der Bogen lässt ein bisschen Abstand zwischen den Displays. Also ja, es ist auch so konisch zulaufend zur Öffnung hin. Also ich fand auch, dass das insgesamt noch so etwas wirklich ein Erste-Generations-Prototypen-Eindruck machte. Weil auch das Display, was vorne ist, wenn es zusammengeklappt ist, ist ein Mini-Mini-Display. Das erinnert so an die ersten Smartphone-Generationen. Also du hast da, glaube ich, ein 4-Zoll iPhone-Display aus der ersten Generation da so vorne mit drin. Was ein bisschen erschreckend ist und auch ein bisschen traurig für Samsung. Huawei hat, glaube ich, 2 Tage später ihr faltbares Telefon gezeigt, das Mate X oder 10, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und das funktioniert andersrum. Da klappst das Display nach hinten rum um und die eine Hälfte des Displays geht einfach aus. Und du hast dann ein vernünftiges Display, weil du ja den ganzen Displayrahmen nutzt. Und wenn du es aufklappst, hast du, glaube ich, ein 8 Zoll, fast quadratisches Display in der Hand. Ich glaube, der Kollege von The Verge meinte auch, das wäre das perfekte Instagram-Gerät. und das sah deutlich beeindruckender aus. Also wenn ihr gerade vorm Rechner sitzt oder wir gucken auch mal, dass wir es in die Shownotes vielleicht verlinken. Auf jeden Fall. Guckt mal Huawei Mate 10 oder X, also X geschrieben. Das finde ich sieht deutlich beeindruckender aus als das Samsung-Teil. Ja. Das hat noch kein Journalist in der Hand gehabt. Die Huawei-Leute haben es vorgeführt.
Also jemand hat den Journalisten einen halben Meter vor die Nase quasi gehalten und gezeigt, wie es funktioniert. Also war es ein Zaubertrick? Ja, es ist ein funktionierender Prototyp gewesen, mit dem man auch alles machen konnte. Aber das, ja, finde ich schon spannender, weil das dieses Display-Problem löst. Und das Samsung hat, glaube ich, auch 6 Kameras, weil die übers ganze Gerät verteilt sind, weil du ja zusammengeklappt Selfies machen sollst und auseinandergeklappt ja irgendwie auch und Rückseite auch und hast du nicht gesehen. Und das löst Huawei irgendwie besser. Ja, aber so der wirkliche Use Case, wann brauchst du das? Wann hast du mal mit deinem iPhone in der Hand gesessen und gedacht, oh, wäre das jetzt mal ein iPad? Um ehrlich zu sein, also das iPad ist ja nun auch inzwischen so, dass man das schön, also ich habe ja eh immer eine Umhängetasche dabei, insofern für mich stört es ja sowieso nicht. Und zu Hause ist es ja auch kein Problem. Vielleicht ist es aber so wie beim Smartphone damals, dass das erfunden wurde, dass alle Leute sagten, warum brauche ich ein Smartphone? Vielleicht sind wir gerade völlig auf dem falschen Dampfer und das ist ein super geiles Gerät und in 2 Jahren läuft jeder damit rum. Da wäre ich erstaunt, aber ja, wir nicht. Wir werden halt auch langsam alt. Ja, aber ich finde es schon cool. Also ich glaube nicht, dass ich das, es löst bei mir nicht dieses Haben-Wollen aus. Ich möchte es mal in der Hand haben, aber genau. Benutzen möchte ich es. Wie du vorhin sagtest, das ist so ein Gerät, was ich wirklich spannend finden würde, das mal live auch mal auszuprobieren. Mhm. So. Ja. Aber irgendwie hätte ich auch Angst bei der, also weil du hast ja nämlich, das wird ja mechanisch geklappt, dass da irgendwann doch was kaputt geht. Ja, und das muss, ich weiß nicht, ob das nicht doch fürs Display irgendwie, also mir wird es auch, glaube ich, das erste Mal richtig wehtun, das zusammenzuklappen. Es wird ja auseinandergefaltet in der Packung ausgeliefert, das hat Samsung schon gezeigt. Das heißt, das kommt so auseinandergeklappt an. Ich glaube, das erste Mal ist dann schon eine Erfahrung. Das ist wahrscheinlich eine Lagerungssache, ne? Ich bin falsch geklappt, genau. Du kannst es gleich zurückschicken. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, fängt man an, alles zu klappen. Das ist dann auch nicht gut. Einfach des Kollegen. Stimmt. So wie man heute schon auf Monitoren rumwischt, ne? Ja, ja. Oh ja. Ja, na gut. Also, ich finde es eine spannende Entwicklung und ich finde es schön, dass Samsung und Huawei und andere mal nach vorne preschen und diese neue Falttechnologie jetzt auch einsetzen und einbauen und ja, mal gucken, was da noch für Hybriden auf uns warten in der Zukunft. Die spannende Frage ist aber auch, ist das interessant genug, dass man damit jetzt, das reicht es aus, um Apple mal wieder vorzuwerfen, dass man nicht mehr innovativ wäre? Wir hatten doch schon Bandgate. Ja, das haben wir alle falsch verstanden. War sofort im Internet, eine Stunde nach der Samsung-Präsentation. Wann macht Apple das? Hatten sie doch schon mit dem iPhone 6S. So. Ja, aber sehe ich nicht. Ne? Apple muss doch nicht bauen. Bitte nicht. Auf alle Fälle jetzt nicht hinterherrennen, sondern nach dem Motto, oh, die haben das, wir wollen das auch. Das passt irgendwie auch nicht zu Apple. Und wenn, dann vielleicht irgendein Gerät zeigen, wo so ein faltbares Display nochmal einen anderen Einsatzzweck hat als beim iPhone. Ich weiß es nicht. Ja. Die rollbaren Fernseher waren ja jetzt auch irgendwie gerade. Mhm. Ich weiß noch nicht, was das soll, wo das hingeht. Also das finde ich mal übrigens einen spannenderen Ansatz zu Fernseher, dass der aus dem Wohnzimmer verschwinden kann, wenn ich ihn ja nicht brauche. Ja. Mhm. Dass er einfach im Schrank runterfährt und weg ist, ja. Aber wahrscheinlich sind aber diese großen Displays auch viel zu teuer. Ich freue mich drauf, den einfach mal wirklich wie ein Bild an die Wand pinnen zu können. Vielleicht nicht mit einer Tackernadel, wie beim Poster, aber ich hoffe, dass die Fernsehzukunft nicht mehr so weit weg ist, dass der einfach irgendwann wirklich an die Wand geklebt und fertig. Da warte ich ja viel, viel mehr auf und da bist du, Kasper, ganz allein dran schuld. Entschuldigung. Ich möchte jetzt ein 32-zölliges, mehrfarbiges E-Ink-Display haben, weil du gerade mit diesem Magic-Kalender, Magic-Planner, Magic-Kalender gezeigt hast. Ja, da bin ich schuld. Der im Prinzip ja nur ein E-Ink-Display mit Raspberry Pi dran ist, ja. Aber dann ein Kalender ist und dann erscheinen so Notizen auf einer Wand einfach so, wenn ich unterwegs bin. Das ist toll, das möchte ich gerne haben. Der Familienwandkalender in digital. Ja. 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 Mhm. Das wäre wirklich mal was. Aber das ist auch ich mein, hier ähnlich teuer. Unser Kalender ist ja auch noch Papier mit Klebezettelchen und Schrift, Handschrift. Also insofern, sowas könnten wir auch durch sowas ersetzen dann. Ich schäme mich da auch nicht mehr für. Also ich dachte ja so, also in den ganzen Digitalisierungswahn letzten Jahre, dass man alles digitalisieren müsste. Aber es gibt genug Dinge, die einfach digital nicht funktionieren. Und so ein gemeinschaftlicher Kalender, so ein Jahresplan, ja, der ist an der Wand wirklich gut.
Er würde funktionieren, wenn das ein E-Ink-Display wäre. Es ist nur unbezahlbar. Genau. Der Punkt ist, es muss sichtbar visuell da hängen. Das ist der Punkt. Es ist egal, ob es Papier ist oder nicht. Aber den in der Google-Tabelle zu verstecken, das geht nicht vom Kopf. Nein, so. Gar nicht. Du könntest auch so einen großen Monitor dahin hängen, der nichts anderes zeigt als den Kalender. Würde auch gehen. Würde auch gehen. Ich glaube aber, das macht der Chef nicht mit. Stromverbrauch und so? Aber der Stromverbrauch ist egal, aber ich glaube, wir haben sinnvollere Einsatzzwecke für Fernseher. Ja, also wenn ihr da draußen... Irgendwann gibt es ja vielleicht so, keine Ahnung, digitalen Wandlack oder so, den man einfach aufträgt und dann einfach irgendwas zeigen kann. Dann hängst du mit einer Krokodilsklemme da ein Kabel dran und fertig. Ja. Wie auch immer, keine Ahnung. Das ist nicht mein Problem. Das soll jemand anders lösen. Oder die E-Tapete. Ja, genau. Sowas halt. Also, und ein USB-Stecker dran. Was natürlich machen könnte, ist, wenn man ein möglichst leises Modell kauft, ein Beamer. Ja. Raspberry Pi an Beamer hängen. Zack, bumm, wandbunt. Gibt vielleicht auch noch sparsamere Möglichkeiten. Ich finde aber auch so charmant, dass E-Ink halt nicht leuchtet von sich aus. Das finde ich sehr charmant an diesem E-Paper-Ding. Und dass es aus ist, wenn sich gar nichts ändert. Richtig, genau. Das ist so, wie es da hängt, kein Strom verbraucht. Das ist auch einfach ein richtig cooler Ansatz. Und da wäre mir auch völlig egal, dass er nur so viel Farben kann oder nur schwarz-weiß oder was auch immer. Ja, der Link muss auch in die Shownotes, die Hörer auch wissen, wovon wir reden. Ja, das ist bisher leider nur ein Konzept von einem japanischen Designer, glaube ich, was ich euch gezeigt hatte. Ja. Der hat halt so einen Wandkalender und auch mal Design, wie das aussehen könnte, entwickelt. Aber bei dem krankt es, glaube ich, genauso wie bei allen anderen Herstellern, die das vielleicht schon mal als Idee entwickelt haben. Diese Displays sind in der Größe noch unbezahlbar. So, fertig. Ja, im Sinne von mehrere tausend Dollar nur das Display. Ja, nur das Display, ja. Und das, also ich würde unser Papierkalender jetzt noch nicht für ein mehrere tausend Euro Display austauschen wollen. Nee, auch zu Hause eher nicht. Ich habe so überlegt, was ich zahlen würde. Ich würde 500 Euro würde ich zahlen. Für so ein, vielleicht auch 20 Zoll, aber so, dass es halt vernünftig sichtbar ist. Ja. Man könnte ganz viele kleine nehmen, pro Monat ein. Kannst du auch noch kannst du Kindles kaufen. 12 Kindles nebeneinander pappen. Ja, vielleicht gibt es demnächst dann nochmal so ein Bastelvideo von uns. Oder so. Die können zwar nur schwarz-weiß, aber... Okay, wir schweifen ab. Ja, ich wollte gerade sagen. Genau. Wo machen wir weiter? Genau. Um den ganzen Quark bezahlen zu können, den wir uns ausgedacht haben oder Samsung sich ausgedacht hat, ist ein ganz guter Ansatz, sich Geld vom Finanzamt zurückzuholen. Wer hat das für dieses Jahr schon gemacht oder für das vergangene Jahr? Es ist fertig, ich habe es noch nicht abgeschickt. Okay, ich schon seit früh wie noch so früh wie noch nie. Ich bin sehr stolz auf mich. Dabei hast du auch länger Zeit. Ich bin auch fertig und hadere noch an einer einzigen Sache. Meine Steuererklärung mache ich seit vielen, vielen Jahren mit Viso von Bool Data. Und ich habe zum ersten Mal überhaupt, habe ich noch eine freiberufliche Tätigkeit mit angegeben. Mhm. Also ich hatte vorher einfach auch nichts da anzugeben. Und da fehlt dem Finanzamt noch eine Schnittstelle für, um eine Einnahmenüberschussrechnung mit abliefern zu können. Stimmt. Das soll bis Ende Februar nachgereicht werden. Ich warte, ich gucke also täglich, ob ich meine Steuererklärung abgeben kann. Über das und über ähnliche Themen habe ich mit dem Sponsor der heutigen Episode gesprochen, nämlich jemandem von Bool Data, über deren neueste Version von dem Viso-Steuerprogramm für den Mac, was das alles so Neues kann. Und das hört ihr jetzt. Ich sitze hier heute am Telefon und spreche mit Thomas Matena von Bool Data. Thomas, wer bist du eigentlich, was machst du genau bei Bool Data? Ja, wer bin ich? Ich kümmere mich ums Marketing-Kommunikation für unsere Steuerprodukte. Da haben wir ein relativ breites Portfolio. Wir haben mal ganz früher angefangen, Windows-Software zu entwickeln. Seit 2011 bieten wir unsere Software auch für den Mac an. Über den Lauf der Jahre sind dann auch Apps dazugekommen, Tablet-Apps für Android, für iOS. Wir haben eine Web-App mit Web, wo man die Steuererklärung im Browser machen kann. Also eigentlich so ein ganzes Ökosystem rund ums Thema Steuererklärung, mit dem wir uns das Ziel gesetzt haben, den Menschen da draußen die Steuer so angenehm, so einfach wie möglich zu machen. Und ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen. Da liegt natürlich die erste Frage relativ nah. Hast du denn deine Steuererklärung schon gemacht für 2018?
Ich bin dran. Also ich bin sogar auch relativ weit. Wer mich im Moment so ein bisschen im Stich lässt, ist die eine oder andere Bank, bei der ich ein Konto habe und die versprochen hat, dass sie mir eine Jahressteuerbescheinigung schicken möchte, und auf die warte ich noch. Und die Banken sind da auch oft schon mal so ein bisschen unverbindlich. Also eine hat geschrieben, naja, kriegst du wahrscheinlich bis Ende April, und bei einer anderen so innerhalb des zweiten Quartals. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis ich meine Steuererklärung abgeben kann. Aber die gute Nachricht ist ja, dass wir alle für das Steuerjahr 2018 ein bisschen länger Zeit haben zum Abgeben. Früher war ja immer der 31. Mai so der große Steuerstichtag, wo dann viele auch noch so auf die letzte Minute Sachen ausgedruckt, zusammengepackt, in Briefumschlag gesteckt, zum Finanzamt gefahren und dann vor Ort in den Briefkasten geworfen haben. Heute geht das alles ein bisschen entspannter online und ja, die Finanzverwaltung lässt uns jetzt allen ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ab dem Steuerjahr 2018 dürfen wir alle abgeben bis zum 31.07. Und bis dahin gehe ich eigentlich auch mal davon aus, dass ich die 2, 3 Bescheinigungen und Belege von den Banken, die mir noch fehlen, dann auch eingetragen habe und mich dann auch entspannt zurücklehnen kann und auf meine Steuererstattung warte. Ich habe festgestellt, dass die Finanzverwaltung nicht nur uns mehr Zeit lässt, sondern selbst auch so ein bisschen mehr Zeit gewährt. Denn ich habe tatsächlich schon in meinem Neujahrsurlaub meine Steuererklärung so weit vorbereitet, wie es irgendwie nur geht. Bin aber auch nebenberuflich noch freiberuflich tätig als Journalist. Habe so 2, 3 Artikel geschrieben und habe dafür eine Einnahmeüberschussrechnung gemacht, die ich natürlich auch gerne mit der Visosoftware abgeben würde. Und da bekomme ich auch heute noch die Meldung, dass das elektronische Formular EUR für Elster nach wie vor nicht zur Verfügung steht seitens der Finanzämter. Von daher, ich sitze auch noch wie auf Kohlen und warte, dass ich endlich abgeben kann. Denn eigentlich bin ich als vorbildlicher Steuerbürger am 2. Januar fertig gewesen. Und seitdem warte ich nur noch. Ja, ja, so kann es gehen. Ne? Ja, hat überall nur im Stich gelassen. Ach, das würde ich so nicht sagen. Ja, ich denke, generell ist die Finanzverwaltung eigentlich schon relativ weit. Denn wenn man sich mal anschaut, was wir in Deutschland so an Digitalisierungsprojekten überhaupt haben, ja, dann wird die Luft relativ schnell dünn. Und da ist Elster wirklich ein echtes Aushängeschild, kann man sagen. Es werden ja jedes Jahr gut 20 Millionen Steuererklärungen elektronisch abgegeben bei den Finanzämtern. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Die Wachstumsraten sind auch noch da. Ja, und wenn ich mal überlege, gegenüber den Papierformularen, die wir früher hatten, sind wir da schon ein deutliches Stück nach vorne gekommen. Von daher muss man da auch ganz klar mal loben, ja, und sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Was auch noch eine schöne Sache ist, hat vielleicht auch der eine oder andere noch nicht mitbekommen. Beim Thema Belege hat sich auch was geändert. Passt auch so ein bisschen in die Digitalisierungsstrategie der Finanzämter, dass die sagen, naja, diesen ganzen Papierkram, das wollen wir eigentlich auch gar nicht mehr so gerne. Was dann dazu führt, dass man nicht mehr, wie das früher der Fall war, alle seine Belege praktisch in vorauseilendem Gehorsam schon mitschickt für die Steuererklärung, sondern das funktioniert jetzt nach dem umgekehrten Prinzip. Der Staat hat sich dafür das schöne Wort Belegvorhaltepflicht ausgedacht. Das heißt, ich muss meine Belege nur noch zu Hause aufbewahren. Und wenn das Finanzamt dann eine Frage hat zu meiner Steuererklärung oder tatsächlich noch einen Beleg sehen möchte, dann melden die sich bei mir, fordern den an, ich schicke den vielleicht sogar als PDF oder per E-Mail. Da sind die mittlerweile auch sehr entspannt, was das angeht, so dass ich gar nicht mehr groß was mit Papier zu tun habe. Und wenn ich das halt damit kombiniere, dass ich eh schon digital über Elster abgebe, ja, dann ist das eigentlich schon ein sehr smoother und angenehmer Prozess, wo nicht mehr viel Papier im Spiel ist. Das wäre auch mein Tipp. Ich habe für einen Artikel recherchiert und mit verschiedenen Finanzämtern gesprochen, genau darüber, über diese Belegvorhaltepflicht, und habe da auch mehrfach gelesen, dass Belege im Original vorgehalten werden müssen, um die halt nachreichen zu können. Und habe mit Leuten vom Finanzamt gesprochen. Niemand wollte sich da wirklich zitieren lassen, aber meine Frage war immer, ich muss jetzt wirklich noch so eine Kiste haben, wo der ganze Zettelkram drin ist, weil für mich scanne ich das ohnehin ein und sortiere das weg. Und ich mache halt ein Backup für den Fall der Fälle, falls mal irgendwie, keine Ahnung, das Heizungsrohr platzt oder so. Und da haben eigentlich auch alle gesagt, naja, also wenn jetzt ein Heizungsrohr platzt oder ein Karton beim Umzug verloren geht, ist halt so eine digitale Kopie besser als gar nichts.
Von daher, ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, wird tatsächlich allen inzwischen ein PDF reichen. Ja, denke ich auch, klar. Ich meine, man darf halt auch nie vergessen, der Finanzbeamte da am anderen Ende der Leitung, wenn man mit denen telefoniert, das sind auch alles Menschen und da gibt's super umgängliche Typen, ja, und die haben natürlich auch gerade für solche Situationen, wie du es gerade geschildert hast, absolutes Verständnis, ja. Von daher würde ich das jetzt auch nicht so zwingend sehen, ja. Ich denke, das muss sich dann auch erstmal noch einspielen, bis das dann auch bis in die letzte Amtsstube vorgedrungen ist, dass man halt nicht mehr seine Belege mitschickt. Aber ich glaube, wir sind da generell auf einem guten Weg. Wie ist denn euer Weg eigentlich gerade? Also was ist denn, also die Steuersoftware von Bull Data, Wieso von Mac, gibt es ja nun auch schon ein paar Tage länger. Und irgendwie schafft ihr das trotzdem jedes Jahr was Neues zu implementieren. Was ist denn dieses Jahr neu? Ja, was ist neu? Also unser großes Oberthema in den letzten 2 Jahren kann man eigentlich schon sagen, ist das Thema Automatisierung der Steuererklärung. Also ich sag mal so, ganz automatisch wird eine Steuererklärung nie werden können. Ja, das verhindert eigentlich schon das Gesetz, denn das Gesetz ist ja so ausgelegt, eine Steuererklärung ist praktisch eine Erklärung oder eine Willenserklärung von mir gegenüber meinem Finanzamt. Das heißt, irgendwo kommt es zum Schwur, da muss ich dann mal nicken und sagen, ja, das ist so, das sind die Werte, die ich übermitteln möchte. Und das ist einfach eine Aufgabe, die kann man keinem abnehmen. Ja, also jetzt ganz am Ende dann zu sagen, yes, let's go. Aber wir können auf dem Weg dahin sehr vieles, sehr viel leichter machen. Und deswegen arbeiten wir momentan daran, unsere Steuerautomatik weiter auszubauen. Das ist so der Oberbegriff, unter dem wir einige Funktionen zusammenfassen, die einem dabei helfen, dass man eben nicht mehr so viel rumsuchen muss in irgendwelchen Belegen, Schuhkartons, Quittungen, Rechnungen, wo sich halt überall Wissen und Informationen verstecken, die ich für meine Steuererklärung brauche. Sprich, wir versuchen, diese ganzen Prozesse smarter zu machen, digitaler zu machen und möglichst so zu gestalten, dass ich mit wenig Interaktion seitens des Nutzers die Steuererklärung zu einem ganz großen Teil von selbst auch ausfüllt. Ich glaube, der Punkt Steuerautomat ist auch gleich der, den wir ein bisschen weiter ausführen können. Denn das fing ja so, zumindest in meiner Erinnerung, fing das ja damit an, oder der erste Schritt dahin war ja, dass ich überhaupt schon mal die Steuerdaten vom Vorjahr übernehmen konnte. Das habt ihr noch nicht Steuerautomatik genannt, aber das hat mir ja schon mal einen großen Teil der Arbeit abgenommen, weil in der Regel, wenn ich ein normaler Angestellter bin, ändert sich ja gar nicht so viel von Jahr zu Jahr. Da ist aber über die letzten Jahre ja jede Menge dazugekommen. Ich bekomme jetzt ja schon automatisch alle Daten, die das Finanzamt über mich vorhält, mit reingeladen in meine Steuererklärung in Wieso. Mhm. Und ihr habt, das war glaube ich im letzten Jahr, auch Finanzblick mit da rein verknüpft. Was ist denn Finanzblick und wie funktioniert das eigentlich? Ja, Finanzblick ist eine Banking-App, die wir auch entwickeln. Wir haben ja bei Buhl nicht nur den Geschäftsbereich Steuern, sondern wir machen ganz viele verschiedene Softwareprodukte, haben auch einen Unternehmensbereich, der sich mit dem Thema Banking auseinandersetzt. Und da gibt es die App Finanzblick, die gibt es kostenlos in allen App-Stores. Hat den großen Vorteil, es ist zum einen eine Multi-Banking-App, das heißt, ich kann, wenn ich verschiedene Konten bei verschiedenen Banken habe, die ganz einfach in die App integrieren und sehe praktisch auf einen Blick immer, wo ich gerade stehe und was mit meinen Finanzen los ist. Und das Schöne ist, die App beantwortet mir auch ganz automatisch die Frage, wo geht mein Geld hin? Also was passiert eigentlich damit? Sprich, Finanzblick ist in der Lage, aufgrund von wiederkehrenden Buchungen, Verwendungszwecken, Empfängern von Buchungen herauszufinden, naja, zu welchem Bereich meines Lebens gehört eine bestimmte Ausgabe? Sind das jetzt Kosten, die für Mobilität, also fürs Auto, Bahnticket oder sowas anfallen? Sind das Kosten, die zur normalen Lebenshaltung dazugehören, sprich ich war irgendwo einkaufen, habe Lebensmittel gekauft oder auch Sachen, ich spare was, ich bin im Urlaub, die mir also praktisch das alles erkennt
und mir dann auf Knopfdruck in verschiedenen Auswertungen zeigt, was mit meinem Geld passiert. So, und diese kostenlose App haben wir erweitert um eine, ich nenne es mal, zweite Analyseschicht. Also wir haben neben diese Auswertung nach den Lebenssachverhalten und Kategorien noch eine Auswertung hinzugefügt, die die Buchungen in meinem Konto einfach unter steuerlichen Gesichtspunkten durchsucht. Also zum Beispiel, habe ich eine Handwerkerrechnung bezahlt per Überweisung von meinem Konto? Gibt es Kita-Beiträge, die abgebucht werden regelmäßig vom Konto? Oder auch solche Themen wie Telefon und Internet. Ja, wenn man regelmäßig als Arbeitnehmer im Homeoffice ist, wenn es Voraussetzung ist, dass man auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten erreichbar ist und auch privat, also von seinem privaten Anschluss dienstlich das Internet nutzt, dann kann ich die Kosten, die dafür entstehen, für meinen Internetanschluss oder Telefonanschluss, auch teilweise in der Steuererklärung ansetzen. Und all diese Ausgaben kann halt auch Finanzblick analysieren. Und jetzt kommt im Prinzip der spannende Punkt, was du eben auch schon angesprochen hast. Wir haben diese Intelligenz dann mit der Steuersoftware verknüpft. Wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert so. Ich habe ein Benutzerkonto, ein Account, und bei uns heißt es Buhl-Konto. Das ist das Nutzerkonto, was alle Anwendungen von Buhl miteinander verbindet, sei es jetzt eine Anwendung aus dem Finanzbereich, aus dem Steuerbereich oder vielleicht sogar die Software, mit der ich, weil ich eine Wohnung vermiete, die Nebenkostenabrechnung erstelle. So dass ich mich mit den gleichen Accountdaten, wie ich sie in Finanzblick nutze, um meine Daten zu sichern und zu schützen, auch im Steuerprogramm anmelden kann. Und dann werden mir genau diese Buchungen, die Finanzblick als steuerlich relevant erkennt, direkt an der passenden Stelle der Steuererklärung zum Einfügen angeboten. Beispiel, ich bin Gewerkschaftsmitglied, zahle vielleicht jeden Monat meinen Monatsbeitrag bei Verdi ein oder bei einer anderen Gewerkschaft. Dann habe ich in der Software, in SteuerMac, in meiner Steuererklärung, in dem Bereich, wo ich Gewerkschaftsbeiträge eingeben kann, poppt dann rechts so ein Fensterchen auf, wo ich die Buchungen meines Kontos sehe, die genau für diesen Bereich relevant sind. Und dann kann ich die einfach per Drag and Drop rüberziehen in den Eingabebereich und das wird dann automatisch ausgefüllt. Ich sag mal, bei einem Gewerkschaftsbeitrag, der vielleicht jeden Monat gleich ist, ist das nicht ganz so spannend, aber ich weiß zum Beispiel bei mir, Beispiel Telefon-Internet-Anschluss, ich gebe den an in meiner Steuererklärung, weil ich halt auch viel von zu Hause mache und erreichbar sein muss. Und da ist es so, das sind jeden Monat irgendwie 2-3 Euro krumme Beträge, die das auseinandergeht. So, normalerweise müsste ich mich jetzt hinsetzen, müsste vielleicht die PDF-Rechnung durchgucken, die ich von meinem Anbieter bekomme. Also 12 Mal für jeden Monat PDF aufgemacht, reingeguckt oder zumindest mit Quick Look auf dem Mac schnell über die Vorschau reingeguckt. Was ist der Endbetrag? Den eingegeben in die Steuererklärung. Naja, bin ich schon ein paar Minuten mit beschäftigt, ist auch nicht unbedingt das, wovon man so träumt am Sonntagnachmittag. In dem Moment, wo ich Finanzblick nutze und das mit meinem Konto verknüpft habe, sehe ich halt genau wirklich diese 12 Buchungen mit den passenden Beträgen am Rand der Eingabenmaske. Ich klicke das einmal an, kann mit Command A alles markieren, ziehe es mir rüber in die Steuererklärung und ich habe exakt nichts abgetippt. Ja, das ist also eine super praktische und nützliche Funktion, die mir sogar dabei helfen kann, Steuern zu sparen, indem sie mich ja immer an der passenden Stelle erinnert, du, da ist noch was in deiner Steuererklärung, was da reingehören könnte. Beispiel dafür, Spenden. Es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Spenden erkennt Finanzblick auch und oft ist es ja so, wenn man was spendet, dann sind das ja eher so singuläre Ereignisse, sage ich jetzt mal. So typischerweise Dezember, Januar ist ja Hurricane-Saison, es gibt einen Tsunami in Indonesien. Ich sehe das im Fernsehen, möchte spontan helfen und spende irgendwie 50 Euro ans Rote Kreuz, ist schnell überwiesen. So, und diese Spende wäre auch steuerlich relevant. Jetzt ist es aber so, wenn ich irgendwie
Anfang 2018, im Januar 2018, da ans Rote Kreuz gespendet habe, habe den Rest des Jahres nichts mehr mit dem Roten Kreuz zu tun gehabt, sitze dann jetzt im April 2019 an meiner Steuererklärung. Naja, weiß ich dann noch, dass ich vor 13, 14 Monaten da mal Geld überwiesen habe? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich es mir nicht gemerkt. Und das wären aber schon wieder 50 Euro, die mir dabei helfen würden, meine Erstattung zu erhöhen. Und das ist halt auch so ein sehr schöner Punkt bei diesem Steuerbanking, dass es mich halt dran erinnert, du, da könnte noch was sein. Schau doch mal, ob du nicht auch diese Ausgabe in deine Steuererklärung übernehmen willst oder übernehmen kannst. Was ich daran so schön finde, ist, dass es den Computer auch wieder zu einem Werkzeug tatsächlich macht, der mir die Affenarbeit abnimmt. Weil bisher oder bis vor nicht allzu langer Zeit fühlte man sich ja schon eigentlich wie jemand, der dem Computer, der Maschine eher zuarbeitet, durch seine Belege wühlt und da irgendwelche wüsten Zahlenkolonnen abtippt. Wobei das ja eigentlich mal so eine Aufgabe ist, für die Computer ja quasi prädestiniert sind. Ja, absolut, klar. Gerade diese ganze Sachen alle zu sortieren. Genau. Und eigentlich schon zu wissen, wo es hingehört. Ja. Es gibt ja Punkte, bei denen weiß man das sogar ganz exakt. Du hast eben schon mal angesprochen, Datenübernahme vom Finanzamt, ja, ist halt auch einer der Bausteine unserer Steuerautomatik. Es ist ja so, dass mittlerweile das Finanzamt schon sehr viel über mich weiß. Also auch wenn ich meine Steuererklärung noch gar nicht abgegeben habe, mein Arbeitgeber hat die Lohnsteuerdaten dahin gemeldet. Wenn ich vielleicht eine Riester-Versicherung habe oder einen Rürup-Vertrag, die Versicherungen, die melden auch die Beiträge, die man zahlt ans Finanzamt. Meine Krankenkasse meldet dem Finanzamt, wenn ich beim Bonusprogramm mitgemacht habe und ein paar Euro dafür erstattet bekomme. Also es gibt ganz viele Infos, die da beim Finanzamt schon sind. Und die man sich auch reinholen kann in die Steuererklärung. Bei uns nennen wir das Steuerabruf. Das ist im Prinzip unsere verbesserte Version der vorausgefüllten Steuererklärung. Vorausgefüllte Steuererklärung heißt ja, dass ich diese Daten, die das Finanzamt schon hat, in meine Steuererklärung übernehmen kann. Das ist aber ja eine etwas umständliche Geschichte, weil man sich dafür erst ein Login auf elster.de besorgen muss. Dann muss man sich ein digitales Zertifikat besorgen. Und mit diesem Zertifikat legitimiert man dann praktisch die Software, beim Finanzamt anzuklopfen und zu sagen, hey, ich möchte gerne für Sebastian Schack oder für Thomas Mantena oder für sonst wen die Belege abholen. Das wird dann über das Zertifikat bestätigt und dann fliegt das in die Software rein. Nur diese Zertifikatsgeschichte ist ja ein bisschen umständlich. Der Prozess ist nicht so schön designt, sich das zu besorgen. Und deswegen haben wir das einfacher gestaltet. Bei uns funktioniert das so: Beim Steuerabruf beauftragst du praktisch Buhl, die Daten für dich beim Finanzamt einzusammeln. Das geht relativ einfach, denn alles, was wir dazu von der jeweiligen Person wissen müssen, sind Name, Vorname, Geburtsdatum und Steuer-ID. Und das sind alles Angaben, die in der Steuererklärung schon drinstehen. Das heißt, der Nutzer kann mit einem Klick diesen Abruf bei uns beantragen. Wir beantragen den dann beim Finanzamt über unser Organisationszertifikat. Also wir haben im Prinzip da eine höhere Ausbaustufe dieser Elster-Zertifikate, wie sie zum Beispiel auch Steuerberater nutzen für ihre Mandanten. Damit da kein Schindluder mitgetrieben wird, gibt es da noch eine kleine Sicherheitsstufe, sprich das Finanzamt schickt dann demjenigen, der den Abruf beauftragt hat, nochmal einen Brief, postalisch. Da steht ein Freischaltcode drin. Diesen Freischaltcode gibt man in der Software ein. Und damit ist dann der Abruf legitimiert. Und 24 Stunden später kommen dann die ersten Daten in die Steuererklärung rein.
Ja, und das ist sehr praktisch und sehr nützlich, weil sich damit halt vieles schon automatisch ausfüllt und es steht dann auch wirklich genau an der richtigen Stelle. Also zum Beispiel so ein Klassiker ist ja diese jährliche Lohnsteuerbescheinigung, eigentlich ein Zettel, 35 Zeilen oder was, und überall stehen irgendwie krumme Zahlen drin, die ich dann 1:1 abtippen muss. Macht ja auch keiner, ist, wie du sagst, ja, eigentlich eine Affenarbeit, und das kann der Rechner dann 1:1 zuordnen. Es ist ausgefüllt. Wir kennzeichnen übrigens auch bei uns in der Software, wenn Daten reinkommen über die vorausgefüllte Steuererklärung übernommen werden, dann werden die entsprechenden Masken mit so einem kleinen blauen Dreieck in der Navigationsleiste links markiert, sodass man sieht, hier sind Daten eingetragen worden, die aus der vorausgefüllten Steuererklärung stammen. Und ich sehe das sogar dann, wenn ich in der Eingabemaske selbst drin bin, an jedem einzelnen Eingabefeld gibt es da nochmal so einen blauen Balken, der mir dann auch anzeigt, die Daten kommen aus der vorausgefüllten Steuererklärung. Wenn ich dann was überschreibe, ein Wert, der aus der Erklärung gekommen ist, ist der blaue Balken und natürlich auch die Markierung entsprechend weg, weil dann habe ich es natürlich von Hand eingegeben. Ja, aber das sind schon mal sehr, sehr viele Belege, die da kommen und viel Arbeit, die man sich sparen kann. Das ist auch ein Feature, was gut genutzt wird. Also so über alle unsere Produkte hinweg haben wir jetzt mittlerweile über 1 Million Bürger, für die wir im Rahmen dieses Abrufs da die Daten vom Finanzamt holen. Und was wir da auch machen, es kann ja mal sein, es ändert sich ein Beleg, der schon beim Finanzamt liegt. Vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel den Fall, da war in irgendeiner Gehaltsabrechnungssoftware ein Fehler drin. Die wurde bei sehr großen Unternehmen auch eingesetzt. Naja, und da mussten halt große Unternehmen an viele tausend Mitarbeiter so korrigierte Jahresbescheinigungen rausschicken. Das heißt, die mussten dann alle nochmal ran in ihrer Steuererklärung und da neue Werte eintragen in ein paar Feldern. Sowas können wir erkennen. Also wir prüfen jede Nacht für diese 1 Million Bürger, gibt es für die neue Belege. Und wenn ein neuer Beleg da ist, dann schickt dir der Steuerabruf eine Push-Nachricht. Es ist was Neues da für deine Steuererklärung. Aktualisier doch mal bitte. Und dann kommen auch die neuen Daten schon geflogen. Also auch sehr convenient und nimmt einem schon sehr, sehr viel Arbeit ab. Was ich ganz faszinierend finde, ist, mit was für einer Exaktheit das in der Steuersoftware bei euch funktioniert. Also klar, dass die Daten übernommen werden, das ist nur kein großer Zauber, weil die müssen halt ja dann nur übernommen werden. Da ist dann vermutlich die Schnittstelle das größere Problem. Was ich aber, das fiel mir gerade noch ein, immer spannend finde, ist, wir testen hier für die MacLife ja jedes Jahr verschiedene Steuersoftwaren und ich habe auch privat schon verschiedene genutzt und einfach auch aus Interesse mal die gleiche Steuererklärung in verschiedenen Softwaren durchgespielt, also mit realen Daten dann. Und ihr liegt immer so maximal 1, 2, 3 Cent daneben. Das ist vermutlich eher dann hier und da mal ein Rundungsfehler. Vielleicht auch eher auf Seiten vom Finanzamt dann. Andere sind da weniger exakt. Was ist da so eure Magie? Warum seid ihr so gut? Ja. Ja, wir investieren halt sehr, sehr viel in die Produktqualität. Also bei uns ist es so, wir haben, in der Entwicklung wird das bei uns so gelöst, dass wir jede Nacht mehrere tausend Steuererklärungen rechnen lassen, ja, automatisiert von virtuellen Maschinen. Und bei diesen Steuererklärungen wissen wir im Prinzip, was rauskommen muss. Und wenn dann einer unserer Entwickler am Vortag oder im Laufe des Tages Änderungen eingecheckt hat am Code und ein Fall liefert nicht mehr im Nachtlauf das Ergebnis, was er eigentlich haben müsste, dann kriegen wir das halt am nächsten Morgen direkt mit, kriegen entsprechende Warnmeldungen. Ja, und dann muss man auf die Suche gehen, ne? Dann muss man sagen, ist diese Änderung, die sich in der Fallberechnung jetzt ergeben hat, ist die richtig, ja, weil der Entwickler das so programmiert hat und sich die Software in dieser Situation jetzt anders verhalten muss, zum Beispiel weil es durch Rechtsprechung oder was geänderte Berechnungsvorschriften oder sowas gibt, oder ist einfach ein Fehler reingekommen dadurch, dass innerhalb dieses kompletten Netzwerks von Steuerberechnungen eine Änderung, die ich an einer Stelle mache, eine Auswirkung zustande kommt, die an einer ganz anderen Stelle passiert. So, das heißt, wir gucken im Prinzip jeden Morgen drauf, sind die Änderungen, die wir am Tag vorher gemacht haben, okay? Haben die unerwünschte Seiteneffekte? Müssen wir unsere Berechnungslogiken anpassen?
Oder hat der Fall halt ein neues, gutes Ergebnis? Und das machen wir für sehr, sehr viele unterschiedliche Konstellationen, weil wir halt auch die Komplexität im Steuerrecht entsprechend natürlich abbilden müssen. Das heißt, es ist bei uns wirklich so eine ganz rigorose QS, die da dranhängt und auch viel Aufwand, den man nicht sieht, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das Undankbare in den Steuerprogrammen. Wenn man das kauft, dann sieht man ja nur den Ausschnitt, den man selber nutzt und der einen selbst betrifft. Die Produkte haben aber alle, und das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen Herstellern, eine sehr große Leistungstiefe, weil die einfach auch mit dem x-ten Sonderfall umgehen können müssen. Und da gibt es natürlich dann auch andere Anwendungen, die sagen einfach, naja, ich mache es mir leicht, das kann ich einfach nicht. Aber das ist für uns mit der VISO-Software nicht der Anspruch. Also wir waren ja die Ersten, die Produkte für die Steuererklärung auf den Markt gebracht haben. Das allererste, was wir gemacht haben, war sogar noch unter DOS. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, wie das ausgesehen hat, ja, da in der Kommandozeile irgendwelchen Krams einzugeben. Also von daher sind wir schon ein ganzes Stück weit gekommen. Ja, da hat sich schon viel getan. Und du hast eben das Thema Datenübernahme angesprochen. Da wollte ich auch kurz noch eine Bemerkung zu machen. Naja, so ganz so trivial ist auch so eine Datenübernahme nicht. Oder sagen wir mal andersrum, man kann auch die intelligent machen. Ja, was wir zum Beispiel tun bei der Datenübernahme ist, wir versuchen, die Vorjahreswerte intelligent vorzuschreiben. Was heißt das? Wenn ich mir ein neues MacBook kaufe oder einen neuen PC oder was auch immer, ein Gegenstand, der über mehrere Jahre abgeschrieben wird, dann übernehme ich natürlich auch die Abschreibung mit ins neue Jahr, ne, dass ich sowas nicht neu eintippen muss. Oder zum Beispiel, ich bin umgezogen im Vorjahr, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich in diesem Jahr wieder umgezogen bin. Und es ist noch unwahrscheinlicher, wenn ich denn wieder umgezogen bin, dass mein Umzug genau das gleiche gekostet hat wie im Vorjahr. Das heißt, Umzugskosten wären was wir bei einer Datenübernahme eher wegwerfen würden, damit es nicht die Steuererklärung verfälscht vom darauffolgenden Jahr. Es gibt aber auch natürlich Sachen, die fallen jedes Jahr an. Ja, es gibt ja Fortbildungen, die man zum Beispiel regelmäßig besucht, wenn man jetzt im Bereich Arbeitsschutz oder so, wo man halt, oder man ist hier irgendwie im Unternehmen auch als Sanitäter ausgebildet, Ersthelfer, solche Sachen, das sind ja alles Dinge, die muss man mal regelmäßig auffrischen oder hat sonst Dinge, wo man sich regelmäßig beruflich fortbildet, dann bieten wir halt auch in der Software die Möglichkeit an, das entsprechend zu markieren, sodass ich dann mit der Datenübernahme ins nächste Jahr direkt schon wieder so einen Reminder habe, hier, vergiss nicht, deine Fortbildungskosten einzutragen, ist ja eine regelmäßige Geschichte. Also auch da gibt es Unterschiede und auch bei solchen kleinen Dingen wie so einer scheinbar simplen Datenübernahme versuchen wir immer noch nachzudenken, wie können wir das noch besser machen, was holen wir da noch raus. Wenn wir gerade schon bei dem Aufwand sind, den ihr, ich sag mal so, über das Normale hinaus treibt, ich habe, wenn ich eure Software benutze, ein unglaublich riesiges Füllhorn an Zusatzinformationen und Erklärungen in der Software drin, wie eigentlich im Prinzip, wie Steuern eigentlich funktionieren und auch wie kleine Aspekte davon funktionieren. Welche Abteilung ist bei euch inzwischen größer? Sind es noch die Programmierer oder schon die Rechercheure und ich sag mal Journalisten, die das aufbereiten? Also ich sag mal so, wir haben, glaube ich, so einen ganz guten Drittelmix aus den Themen natürlich Entwicklung, ja, und das Ganze umsetzen. Aber auch fachliches Know-how, ganz klar, ohne geht's nicht bei so einem Thema. Und das Dritte, was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, ist das Thema UX, also User Experience, Usability und überhaupt die Frage, wie bringe ich denn so einen steuerlich trockenen, stellenweise komplizierten oder zumindest komplexen Sachverhalt so rüber, dass ihn auch jemand verstehen kann, der sich nicht den ganzen Tag damit auseinandersetzt, so wie wir das tun. Ja, da muss man ja auch aufpassen, wenn man das ganze Jahr Steuersoftware entwickelt, dass man da nicht irgendwann betriebsblind wird und halt auch in diese Steuerdenke verfällt. Und deswegen legen wir halt sehr viel Wert darauf, uns da auch immer wieder zu hinterfragen, und haben halt viele Kollegen, die im Bereich
UX unterwegs sind oder die sich halt auch drum kümmern, die Videoclips zu produzieren, die wir ja bei uns in den Produkten haben. Wir haben ja über 150 so kleine Erklärfilmchen, wo mir einfach so steuerliche Fachbegriffe wie, was weiß ich, außergewöhnliche Belastungen oder wie das da dann alles heißt, nahegebracht werden. Wir versuchen natürlich auch in der Software das Thema zu vereinfachen. Wir kommen bei diesem Thema nicht drum rum, dass es in der Software auch immer noch viele Texte gibt. Aber wir versuchen natürlich, das so einfach wie möglich zu machen, da auch zu reduzieren, dass man nicht mehr so viel lesen muss, dass unsere Erklärungen immer noch ein bisschen besser auf den Punkt kommen. Also da gibt es ganz, ganz viel Optimierungsbedarf. Und ich glaube, unser Erfolgsgeheimnis ist auch einfach so ein bisschen, dass wir in allen drei Feldern, also UX, fachliche Tiefe und natürlich auch Entwicklung und Technik nicht nachlassen und uns immer anstrengen. Kannst du schon einen Ausblick geben, wo es denn jetzt hingeht? Also was erwartet uns dieses Jahr noch? Weil das ist ja auch der Wahnsinn, den viele gar nicht auf der Rechnung haben, glaube ich, dass euer Produkt, auch jetzt die Viso-Steuererklärungssoftware für den Mac für das Steuerjahr 2018, ist ja nicht fertig, wenn es in Handel kommt, sondern es tun sich immer noch weitere Dinge da dran. Genau. Vermutlich arbeitet ihr daran ja bis zum Steuerstichtag, der in dieses Jahr der 31.7. ist. Ja, auch länger. Also es ist so, wir machen ja auch, es kann ja sogar sein, ja, es gibt ein Gerichtsurteil, das Auswirkungen auch noch hat auf rückwirkend auf Vorjahre, hat es alles schon gegeben. Das heißt, bei uns ist es so, wir stellen eigentlich monatlich ein Update bereit für die Software, wo wir natürlich, Dinge bereinigen, die uns aufgefallen sind, aber auch das Ganze natürlich auf den Stand der Rechtsprechung und aktuellen Berechnungsregeln bringen und dann natürlich auch neue Features reinbringen. Also was jetzt zum Beispiel für Mac kommen wird mit einem der nächsten beiden Updates, ist zum einen die Unterstützung für die Touchbar. Also ich kann ja, wenn ich eine Steuererklärung speichere in SteuerMac, kann ich zum Beispiel ein Passwort vergeben, damit die Steuererklärung geschützt ist. Das kann ich dann demnächst über Touch-ID öffnen oder auch mich über Touch-ID an meinem Bool-Account anmelden, um jetzt Daten abzurufen oder in die Steuererklärung zu bringen. Wir arbeiten gerade noch dran, den Dark Mode zu unterstützen bei Mac. Das ist eine Sache, die ich auch sehr, sehr gerne nutze. Deswegen freue ich mich, dass das kommt. Ja, und wir haben uns dann entschieden, dass wir das Thema halt, wenn wir es einmal anpacken für Mac und dafür die eine oder andere Grafik anpassen, das dann auch den Windows-Nutzern zugutekommen lassen, ja. Denn warum sollten die nicht auch davon profitieren? Heißt aber für uns, dass wir über unsere ganze Produktpalette und alle Produktvarianten, die wir so haben, dann einige tausend Grafiken anpassen müssen auf Dark Mode, weil das zum Beispiel in Windows jetzt nicht so einfach zu handhaben ist wie unter Mac. Aber ja, ich sag mal, wir gönnen uns den Aufwand zugunsten unserer Kunden und da wird es dann demnächst auch Änderungen geben. Also man sieht, es ist immer noch Bewegung drin. Ist schon richtig, wie du sagst. Also nur davon, dass das Produkt im App Store steht oder im Handel verfügbar ist, ist es noch lange nicht komplett fertig. Ja, also da geht immer noch was. So, und dann sind wir natürlich auch dabei, zum Beispiel unsere Steuerautomatik zu erweitern, da neue Datenquellen anzuzapfen. Was demnächst noch reinkommen wird, ist das Thema Belege. Ja, ist ja auch ganz, ganz wichtig für meine Steuererklärung. Ich habe ja immer mal noch Zettel, Quittungen, Rechnungen, Bons, Dokumente aller möglicher Art, die ich einfach mal als Papier oder als PDF bekomme. Und da arbeiten wir momentan auch dran, dass elegant in die Steuererklärung zu übernehmen. Da wird es demnächst eine neue App geben, sowohl für Android als auch für iOS. Eine Smartphone-App, die wird Steuerscan heißen.
Und mit der kann ich dann ganz einfach meine Belege abfotografieren, auch schon während des Jahres. Kann ich zum Beispiel, wenn ich auf Dienstreise bin, gerade schnell ein Foto vom Bahnticket machen oder ich habe im Hauptbahnhof mein Gepäck eingeschlossen und lass mir dafür eine Quittung geben oder so. Solche Dinge, dass ich die nicht sammeln muss in dem Schuhkarton, der uns allen irgendwie noch immer vor Augen ist, sondern dass ich einfach schnell mit dem Smartphone ein Foto mache. Die Smartphone-App verbindet sich mit meinem Buhl-Konto, mit meinem Account. Das wird digital im Account gespeichert und dann per OCR analysiert. Und wenn ich dann an meiner Steuererklärung sitze, ich habe eben schon das Pop-up-Fenster erwähnt, was hochkommt und mir Bankbuchungen anbietet, das kann dann auch genauso mir zeigen, dass es Dokumente gibt, mit denen ich da meine Erklärung befüllen kann. Also das wird sicher ein Thema sein, an dem wir auch während des Jahres noch arbeiten werden. Die App Steuerscan. Wir sind auch dabei, das Thema Banking einfacher zu gestalten, sodass man vielleicht gar nicht mehr den Weg über unsere Banking-App Finanzblick nutzen muss, sondern dass ich zum Beispiel direkt von Seiten der Bank komme. Aktuell haben wir eine Kooperation mit der Deutschen Bank, auch schon mit einigen Sparkassen. Und da funktioniert das Ganze dann so, dass ich im Prinzip aus meinem Online-Banking heraus, aus meiner gewohnten Oberfläche bei der Deutschen Bank oder Sparkasse sagen kann, ich möchte jetzt die Steuererklärung starten. Dann werden von dort nach meiner Zustimmung Daten übertragen an unseren Webclient. Und da habe ich dann, ohne dass ich irgendwas eingerichtet oder konfiguriert habe, schon vieles übernommen. Ja, denn die Bank kennt ja zum Beispiel Name, Anschrift, Geburtsdatum. Die haben auch meine Steuer-ID. Das ist ja was, wo man sonst schon mal tendenziell im Schrank nach dem Ordner mit dem passenden Zettel sucht, wo man die jetzt wo findet oder auf dem letzten Steuerbescheid halt einfach nachliest. Und die haben auch die Transaktionsdaten, also meine Buchungen vom Konto. Das heißt, das kann ich da alles schon in einem sehr einfachen Prozess in die Steuererklärung übernehmen und bin dann schon startklar. Und ich denke mal, hier werden wir auch weitermachen, dass es da weitere Kooperationsangebote gibt, sodass die Bankkunden möglichst einfach ihre Steuererklärung dann ausfüllen können. Das klingt ziemlich, ziemlich gut. Das ist ohnehin so ein bisschen auch das, was ich erst mit euch kennengelernt habe, dass dieser ganze Steuerkrams tatsächlich interessant sein und bleiben kann. Und dass es da viel zu holen gibt in dem Bereich. Ja, das ist absolut. Also ich sag mal, das Statistische Bundesamt hat ja irgendwie jetzt auf Basis der 2014er Zahlen waren es, glaube ich, rausgegeben, dass es im Schnitt 974 Euro zurückgibt. Wir haben bei unseren Kunden mal eine Umfrage gemacht, da lagen die Werte etwas höher, also unter den Viso-Kunden, die hatten so etwas mehr als 1400 Euro, die es bei denen zurückgab. Also ich sag mal, das Thema Steuererklärung ist schon lohnend, da steckt schon viel drin. Und wenn man diesen Prozess oder Vorgang ja dann noch ein bisschen angenehmer gestalten kann, indem dass man gar nicht mehr so viel dafür tippen muss, ja, sondern praktisch schon eine fast fertige Erklärung serviert bekommt, wo man nur noch mal drüber guckt, vielleicht zwei, drei Sachen ergänzt und dann sagt, okay, jetzt gebe ich es auch digital ab, dann ist das ja schon ein schöner Fortschritt. Digitale Abgabe, wo ich es gerade gesagt habe, ja. ist auch noch so ein Punkt, wo ich vielleicht kurz was noch zu gerne sage. Es gibt bei uns im Rahmen dieser Automatikfunktionen auch den Steuerversand. Das ist im Prinzip das Gegenstück zum Steuerabruf. Beim Steuerabruf hole ich mir Daten digital vom Finanzamt in meine Steuererklärung rein. Beim Steuerversand gebe ich die Daten digital beim Finanzamt ab. Konnte ich bisher auch schon machen per Elster. Was ist jetzt besser beim Steuerversand? Der Steuerversand ist im Prinzip auch die Variante Elster mit Zertifikat. Das heißt, es wird digital signiert abgegeben und wandert dann direkt zum Finanzamt. Aber auch hier benutzt man wieder das Organisationszertifikat von Buhl. Man muss sich also nicht um sein eigenes Zertifikat kümmern. Und diesen Steuerversand muss man einmal einrichten. Wir können natürlich nicht einfach so für irgendwen jetzt eine Steuererklärung abgeben, wenn dann das Finanzamt fragt, naja, wer war denn das? Dann will es keiner gewesen sein. Das wäre natürlich nicht Sinn der Sache. Deswegen
müssen wir da einmalig den Nutzer identifizieren. Das geht in einem ganz schlanken Prozess per Postident, sodass man einfach aus seiner Steuererklärung heraus sagt, ich möchte abgeben und den Steuerversand nutzen. Dann wird man weiter geroutet zur Deutschen Post, kann dann da mit der Smartphone-App im Videochat sich identifizieren, und wenn dieses Konto, also das Bull-Konto, einmal identifiziert und bestätigt ist, dann gilt diese Identifizierung dauerhaft. Das heißt, ich kann ab diesem Zeitpunkt dann alle Steuererklärungen auch für spätere Jahre immer komplett digital abgeben, und in Kombination mit dem Belegverzicht, was ich ja eben schon so ein bisschen erzählt hatte, ist es dann wirklich so, ich klicke auf Steuererklärung absenden, die wird digital signiert, die wird digital übertragen, und Belege muss ich auch keinem mehr mitschicken. Das heißt dann für mich, die Steuererklärung ist sofort beim Finanzamt und ich brauche wirklich kein einziges Blatt Papier. Ja, ich muss nicht nichts ausdrucken, ich muss nichts in den Briefumschlag stecken, ich muss nicht zum Briefkasten laufen. Und von daher ist das dann ein sehr, sehr einfacher Vorgang für mich. Klingt fantastisch. Ist auch ein Teil, und Geld gibt es auch noch. Ja, ja, das ist immer besser. Ist auch ein Teil, der für mich schon ganz gut funktioniert. Also ich habe da in den ersten Jahren digitaler Steuererklärung mit der Elster-Software direkt versucht. Oder das war also über die Website. Das war alles, sagen wir zumindest, unelegant. Dann, das ist eine schöne Beschreibung, ja. Ja, da bin ich mit euch wesentlich, wesentlich zufriedener. Und ja, und Geld zurück gibt es auch noch. Bei mir sind zwar, also ich habe gerade mal parallel geguckt, dass du es erzählt hast. Ja. Aktuell kalkuliert ihr hier für mich so knappe 500 Euro, was ja aber auch schon mal nicht verkehrt ist. Ja, also ich würde sagen, für so einen Sonntagnachmittag mal ein bisschen Zeit da reingesteckt, ist das schon ein ganz gutes Ergebnis, ja. Es liegt natürlich auch immer sehr stark am individuellen Fall, ne, welche Möglichkeiten man hat. Meine Frau ist zum Beispiel Lehrerin, da kommt immer einiges zusammen, ja, gerade so Unterrichtsmaterialien, Arbeitsmittel, dann geht's vielleicht mal auf Klassenfahrt auch ins Ausland, da kommt einiges zusammen, und ja, dementsprechend sind dann auch die Steuererklärungen sehr unterschiedlich. Und wie schon gesagt, ne, für uns ist halt die Herausforderung, egal wie komplex der Fall ist, das zum einen richtig zu berechnen und zum anderen natürlich für den Nutzer so angenehm wie möglich zu machen. Haben wir noch irgendwas vergessen, Thomas? Ach du liebe Zeit. nee, ich glaube nicht, oder? Gibt's was du noch gerne wissen möchtest? Ich habe jetzt auch nichts mehr auf meinem Zettel. Okay. Ich glaube, wir haben das zumindest erstmal hinreichend erörtert. Und wir brauchen noch irgendwas im nächsten Jahr erzählen können. Genau. Wo wir gerade noch dran arbeiten, wird vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, sich das mal anzugucken, ist eine App, die richtet sich eher so an ganz junge Steuerzahler, Berufseinsteiger. I Love Tax heißt die. Und die wird demnächst auch in den App-Stores verfügbar sein. Damit kann man dann die Steuererklärung komplett auf dem Smartphone machen, profitiert auch dabei von diesen digitalen Funktionen wie Steuerversand, Steuerabruf. Aber die ist dann natürlich, weil ich es auf dem Smartphone mache, in der Leistungstiefe etwas eingeschränkt und natürlich nicht so ganz vergleichbar mit unseren großen Anwendungen wie jetzt der Web-Anwendung oder unsere Mac-Anwendung. Da fällt mir noch eine Sache ein, Sebastian, was wir, glaube ich, noch erwähnen könnten. Ja, dass wir mehr oder weniger so ein Ökosystem haben zum Thema Steuererklärung, hatte ich ja schon erwähnt. Aber bei uns ist es so, wenn man die Steuersoftware bei uns kauft, lizenziert, also egal, ob man jetzt die App-Store-Version kauft, sich online einen Download bestellt oder auch ganz klassisch im Geschäft die Box holt. Es sind immer auch alle anderen Lizenzen dabei. Das heißt, muss mich nicht entscheiden, will ich jetzt nur auf meinem Desktop-Gerät oder auf meinem Laptop mit der Anwendung arbeiten, sondern will ich vielleicht lieber auf dem Tablet nutzen, ja, dass ich halt auch mal auf dem iPad was eintragen kann. Bei uns ist das keine Entweder-Oder-Entscheidung, bei uns ist immer alles mit drin. Man kann also sowohl die Anwendung im Browser nutzen, man kann die App installieren und nutzen, und man kann natürlich auch die Desktop-App nutzen. Und in dem Moment, wo ich ein Benutzerkonto eingerichtet habe und in diesem Konto meine Fälle speichere, ist auch immer direkt alles verfügbar. Das heißt, ich kann normal an meinem
im Arbeitszimmer am Mac die Steuererklärung anfangen, im Wohnzimmer auf dem Sofa mit dem Tablet gerade mal schnell reingucken, wenn ich was wissen will, und sogar im Büro, wo ich vielleicht gar keine Steuersoftware installiert habe, mache ich den Browser auf, gehe auf steuerweb.de, logge mich ein und sehe dann da auch meine Steuererklärung, wenn ich halt gerade noch irgendwie einen Beleg eingeben will. Also das finde ich ist auch eine ganz praktische Sache für denjenigen, der flexibel sein will. Und man muss natürlich jetzt auch nicht befürchten, nur weil ich mich jetzt einmal für die App entschieden habe, kann ich dann am Mac nicht mehr nutzen, oder ich habe mir die Tablet-App freigeschaltet und stelle dann aber fest, ach, weißt du, eigentlich hättest du es doch lieber mit einer vernünftigen großen Tastatur oder so gemacht. Da ist man bei uns vollkommen flexibel. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meines Erachtens seid ihr auch die Einzigen, die erst überhaupt auf allen denkbaren Plattformen und Geräten vertreten seid, aber wo ich auch so eine Einpreismodell habe. Genau. Ich glaube, das kriege ich sonst nirgendwo. Ja, wüsste ich jetzt sonst auch nicht. Also wir decken es halt wirklich komplett ab, egal ob man jetzt Browser, Tablet oder Desktop machen möchte. Und es ist dann halt auch so, egal wo ich jetzt gerade gekauft habe, die Freischaltung gilt dann auch für die anderen Produkte. Sprich, wenn kann ich ganz klar den Tipp geben, ja, wenn es jetzt gerade irgendwie im App Store ein gutes Angebot gibt, dann kann man sich diese Freischaltung holen und damit dann auch die anderen Produktvarianten nutzen. Wunderbar. Thomas Martena, vielen, vielen Dank. Ja, danke Sebastian. So, willkommen zurück. Falls ihr vergessen haben solltet, ihr hört hier gerade einen Podcast und in dem Bereich tut sich einiges, denn Google macht da einen neuen Vorstoß. Ja, Google hat seine eigene Podcast-App in Deutschland verfügbar gemacht für Android-Nutzer. Das klingt jetzt erstmal nach, aha, die auch endlich mal, was auch im Vergleich zu der Apple Podcast-App sehr spät ist. Aber es hat den großen Vorteil, dass damit dann bei Android nativ endlich mal eine App mit dabei ist. Und Android ist ja das Betriebssystem, was beim Großteil der Smartphones installiert ist. Das heißt, für alle Podcaster da draußen und für uns heißt es theoretisch, dass wir einen großen Markt erschließen mit einer vorinstallierten App von Google selber, die auch sehr unkompliziert und einfach funktionieren soll. Ich habe sie selbst tatsächlich noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Und ja, finde ich nicht unspannend, dass Google jetzt auch mal merkt, dass es sowas wie Podcasts gibt. Aber ist das dann wirklich eine echte eigenständige App? So wie ich das verstanden habe, ich habe meinen Podcast-Feed von Schleifen, unseren Podcast-Feed von Schleifenquadrat bei Google hinterlegt. Man bekommt dann so einen anderen Link ausgegeben und da können Menschen dann draufklicken. Aber das ist für mich, und dann öffnet sich so ein Player irgendwie. Aber kann ich da wirklich Podcasts dran abonnieren auch? Ich glaube, abonnieren geht explizit nicht in der Podcast-App. Okay. Von Google. Also es ist ein etwas anderer Ansatz. Und eigentlich ist diese App auch nur eine grafische Oberfläche für eine Funktion, die Android schon seit 2 Jahren, glaube ich, kann oder so. So, also es ist nicht so wie die iTunes Podcast-Apple-App, die ja nun wirklich auch viele Funktionen bietet im Vergleich zu der Google-Geschichte. Aber es ist mal eine zentrale Anlaufstelle für Podcasts, die in Android mal jetzt einen Zugangspunkt quasi haben. Aber wie ich das verstanden habe, kannst du Podcasts halt eben nicht abonnieren und runterladen und solche Späße. Also nee, runterladen, die streamt, ne? Die streamt, genau. Ja. Also es ist eine reine Stream-App. Du kannst dir halt Podcasts vorschlagen lassen. Der Algorithmus sucht dir auch Podcasts irgendwie Stück für Stück raus, die zu dir passen. Das soll auch funktionieren. Im Grunde nimmt dir Google wieder die ganze Arbeit ab. Also selber abonnieren und sowas, das brauchst du gar nicht mehr. Nein. Aber es ist ja ein sympathischer Ansatz, als sie schon mal hatten. Sie haben ja schon mal versucht, eine eigene Podcast-Plattform aufzuziehen, wo Google dann Werbung reinschneiden wollte. Genau, ja. Das hat nicht funktioniert. Das haben sie, glaube ich, relativ schnell bemerkt. Genau. So. Das macht immer noch Stitcher, die inzwischen, glaube ich, zu irgendeiner anderen Firma gehören, die wiederum von Spotify gekauft worden sind. Ja, okay. Das ist alles irgendwie, ja. Aber trotzdem, ich finde es für viele eine großartige Chance. Für uns wahrscheinlich nicht so. Ja, wir sind halt so im Apple-Kosmos und so. Genau. Also ich glaube nicht, dass wir, also auch die Statistiken, die wir so überhaupt erheben können, DSGVO-konform, zeigen, dass wir nicht so viele Menschen haben, die uns mit Android-Geräten hören. Ja. Was auch vielleicht nicht so verwundert. Nee, aber
für Podcaster generell, die jetzt ein breiteres Themenspektrum haben oder überhaupt nicht über Technikthemen sprechen, so, für die ist das vielleicht eine Möglichkeit, noch ein breiteres Publikum aufzutreiben. Und vielleicht ja auch mal Leute, die mit dem Medium-Podcast bisher noch nicht so groß vertraut sind. Die gibt's noch? Ja, angeblich. Ich kenne auch keine, aber. Ja, wobei natürlich auch auf der einen Seite Spotify, Deezer und wie sie alle heißen, gerade einen ganz gehörigen Anteil daran haben, dass das Podcast größer waren. Das stimmt. Wobei die ja keine Podcasts machen. Nee. Weil, also das ist nicht okay, von der Urdefinition. Eine kurze Exkursion von des Herrn Schack. Was ist eigentlich ein Podcast, Herr Schack? Podcasts zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es einen abonnierbaren Feed gibt. Ja. Das ist in der Regel, das ist letztendlich immer ein RSS-Feed, wie auch schon bei Blogs und so, eine Erweiterung von RSS. Und das gilt für die allermeisten Podcasts, die in Spotify und Deezer und Amazon's Audible laufen, nämlich genau nicht. Man muss Mitglied in dieser Plattform sein, man muss da bei Audible auch Geld einwerfen. Ja. Bei Spotify kann man es so hören, solange man es in deren Player hört. Und das widerspricht eigentlich allem, wofür Podcasts stehen. Podcasts stehen dafür, dass jeder die Dinger produzieren kann und jeder, die auch auf jedem Gerät und mit jeder Podcast-App seines geringsten Misstrauens hören kann. Und zum Großteil auch kostenlos. Also klar gibt es durchaus mal Podcasts mit Werbung, also die Leute versuchen da auch von zu leben, aber hören ist meistens ohne Probleme möglich. Es gibt auch kostenpflichtige Angebote. Also Timo Hetzel aus München hat mit Bits & So Plus zum Beispiel sowas aufgebaut. Ja. Gibt's auch, aber wie gesagt, was Spotify und Deezer und Audible und so machen, sind keine Podcasts im eigentlichen Sinne. Ja, die sind halt auf den Zug mit aufgesprungen. Ja, und ich finde es schwierig, weil die machen den Markt so ein bisschen, den Markt in Anführungszeichen, so ein bisschen kaputt, dadurch, dass ich jetzt wieder überall Mitglied sein muss. Also wenn ich natürlich das ganze Podcast bis vor 2 Jahren konnte ich fast alle Podcasts einfach so abonnieren. In der Regel waren die auch alle bei Apple und iTunes gelistet. Apple hat dafür eine offene Schnittstelle, das heißt, jede Podcast-App kann sich an Apples iTunes-Podcast-Datenbank kostenfrei bedienen und darauf zugreifen, so dass alle jederzeit alles haben konnten. Und wenn ich jetzt alle Podcast-Angebote wahrnehmen möchte, brauche ich den Podcast-Player meiner Wahl für die echten Podcasts und ich brauche ein Deezer-Abo und ein Spotify-Abo, die sind kostenfrei, aber immerhin. Und ich brauche ein Audible-Abo, das kostet immer mindestens 10er im Monat, meine ich. Mhm. Das heißt, ich brauche 3 Accounts und 4 Apps, in die ich Podcasts höre. Das ist alles völlig verrückt. Mhm. Ja. Ja, du hast schon recht. Ich glaube halt auch, dass diese Zugänglichkeit das Medium ursprünglich mal groß gemacht hat. Das war mit einer der Punkte. Ja. Das denke ich auch. Wie ist denn eigentlich das bei dir inzwischen, Herr Molz, mit den Podcasts und so? Wir haben versucht, dich mal anzufüttern. Ja. Hast du mal einen gehört? mal reingehört, aber tatsächlich bleibe ich meist doch irgendwie auf YouTube hängen, weil man hat ja irgendwie so irgendwie ein begrenztes Budget an Zeit und muss sehr genau gucken, wo man die unterbringt. Und da ich sehr selten irgendwie pendeln mache und tue, habe ich auch wenig Zeit, um mir so zwischendrin mal was auf die Ohren zu setzen. Also ich glaube, das ist ein Medium, das sich vor allem an Leute richtet, die sonst gerne auch mal irgendwie Radio nebenbei hören oder viel am Pendeln sind und da Zeit haben. Aber ich bin jemand, der, wenn er irgendwie am Arbeiten ist, das überhaupt nicht haben kann, wenn irgendwie irgendwas an Hintergrundbeschallung läuft, sei es irgendwie Bürokollegen oder Radio oder sonst was. Das fängt alles zu sehr ab. Und ich kann gerade sagen, du musst häufiger nach Kiel kommen, aber nachdem du jetzt die Kollegen direkt gedisst hast. Ja, nee, bin ich nicht wirklich weitergekommen, trotz der vielen guten Tipps sicherlich, aber wer weiß, wir reden nochmal in einem Monat drüber. Steht was an in einem Monat oder war das nur, um aus dem Thema rauszukommen? Erwischt. Ja, jetzt nach diesen Worten darf ich nicht mehr auf euer Wohlwollen hoffen. Ach ja. Ach, ich finde das ganz sympathisch. Das ist auch in einem meiner lieblingsdeutschsprachigen Podcasts, Freakshow von Tim Pritlove. Ist das Setting ein ähnliches? Da gibt es auch ein seit, keine Ahnung, 200 Folgen. Bestimmt mindestens 200 Folgen regelmäßigen Teilnehmer, der auch immer damit kokettiert. Und ich glaube gar nicht so sehr kokettiert, sondern scheint ernst zu sein, keine Podcasts zu hören.
Dazwischen, da musst du an die 1000 Stunden Podcast produziert haben, der Typ, aber hört keine Podcasts. Was ich ganz lustig finde. Ja, es gibt auch viele Fernsehmacher, die kein Fernsehen gucken. So, also insofern. Ja, da gibt es auch nichts Gutes, aber ja, man muss das Medium ja nicht unbedingt hart verfolgen, um wirklich dabei sein zu können, glaube ich. Ja, ich denke es auch, ja. Was auch eher spärlich verfolgt wird in letzter Zeit, ist das Projekt Apple CarPlay. Apples Ansatz, das iPhone mehr ins Auto zu integrieren, indem das dort ansässige Entertainment-System einfach als Display genutzt wird für ein User-Interface, was während der Fahrt einfach zu bedienen ist. Und das ist auch wirklich, und ich bin vom ersten Tag an großer Freund davon. Jetzt, wo auch mehr und mehr echte Navigationssysteme mit Einzug halten, finde ich es noch ein bisschen angenehmer sogar, weil die alle ein paar Funktionen mehr haben als Apple Maps und Google Maps. Aber wie jetzt eingangs schon gesagt, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und bin nicht selbst gefahren, sondern mitgefahren und saß in einem relativ modernen Auto eines deutschen Herstellers mit vier Kreisen auf dem Kühlergrill. Hä? Und das ist ja, also habt ihr mal in modernen Autos gesessen? Das ist eine völlige Katastrophe, wie die so diese User-Interfaces bauen. Das ist, ja, mein Onkel hat eins mit vier Kreisen und so einem Drehrad und Drücken und ich habe versucht, den Radiosender zu wechseln. Ich habe es nicht hingekriegt. Also erstmal, mein Auto ist 17 Jahre alt. Ich bin froh, dass ein Radio drin ist. Ich habe keins. Das ist noch besser. Ja, ihr seid alle Gewinner. Ich bin da wirklich sehr schockiert wieder ausgestiegen, weil das ist ja auch ein Auto, was hoch fünfstellig kostet. Mhm. Ich finde, dieses User-Interface da drin ist eine Katastrophe. Das ist einfach nicht übersichtlich. Man kann da während der Fahrt relativ viele Sachen einstellen. Man sieht aber nie, wo man eigentlich gerade wirklich ist, weil einige Displays sind tabellarisch aufgebaut, andere sind so in so einem Halbkreis geschwungen. Man kann nirgendwo, es ist ein Auto, wie gesagt, es ist ein hoher fünfstelliger Preis, was kein Touch-Display hat, sondern es geht nur über das beschissene Rad, was man dann da so auf Kniescheibenhöhe irgendwie hat. Da kann man dann so durchdrehen. Kann man was durchdrehen, was das Wort ist. Und mein Favorit war, dass das Eingeben von Adressen, das Navigationssystem, weil es gibt vor diesem blöden Rad, gibt es so ein kleines Touchfeld und da kann man Buchstaben draufmalen. Nein. Ja, doch kann man. Ja. Ich bin irre geworden. Das ist also großartig. Das als Beifahrer dann versucht, das zu machen, das kann man völlig vergessen, weil das offensichtlich schon darauf ausgelegt ist, dass man von leicht schräg rechts darauf, von leicht schräg links nach schräg rechts darauf zugreift. Sodass meine Buchstaben auch ein O nicht vernünftig erkannt hat. Ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass die Entwickler, die früher die Menüführung für die Programmierung von Videorekordern gemacht haben, dass die jetzt inzwischen bei der Autoindustrie sind. Das würde so vieles erklären. Irgendwo mussten die ja hin, nachdem die vorher ist gestorben. Hatten die bei Grand Tour oder hier, wie hieß das vorher? Top Gear. Hatten die nicht auch mal eine Folge, wo sie versucht haben, irgendwelche Supersportler mit ihrem Telefon zu verbinden? Da war das ähnlich so eine Krux. Das war, glaube ich, auch ein Ferrari oder keine Ahnung. Ja. Sie wollten einfach nur das Telefon damit verbinden. Das irgendwie Das war ein Teil einer Challenge. Also es war eine Aufgabe und es ging auf Zeit. Verbinde dieses Telefon per Bluetooth mit deinem Auto. Da. Ja, genau. Genau, das war das Spiel. Oh, wow. Okay, also doch ein Apple-Auto. Wäre schön, ne? Ich habe häufiger im Kopf bei Geräten, warum baut Apple das nicht? Wäre alles so viel benutzerfreundlicher, schöner, keine Ahnung wie. Ja. Es gibt da so ein paar Geräte, wo ich denke so, das ist nicht wirklich. Also der Tesla ist von der Menüführung, finde ich ja schon sehr ans iOS angelehnt, auch mit diesen Schiebereglern und so. Der funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also ich saß noch nicht live in einem, aber. Kann aber kein CarPlay. Kann er kein CarPlay? Nein. Ach, guck an. Nein. Dieser Audi, in dem ich da saß, der konnte übrigens CarPlay. Mhm. Das ist dann aber die Höchststrafe. Weil du das mit dem Jog da hältst. Ja, oh weil Gott. Es kein Touchdisplay ist. Oh nein, ist. Also du musst das CarPlay dann mit dem Ding. Mit diesem lustigen Rädchen. Wie geil, ja. Das war wirklich, wirklich beschämend. Schön. Aber schön, dass du dann selbst deinen Urlaub für Recherche aufwendest. Auf der Rückfahrt bin ich in einem VW-Bus mitgefahren, im aktuellen Modell. Das ist super. Das ist wirklich super. Da konnte zwar kein CarPlay, weil also VW muss extra, das kann CarPlay, musst du extra dafür bezahlen, dass es freigeschaltet wird. Mhm. Haben die Besitzer da nicht gemacht. Ist ja wie WLAN-Router bei Mobilfunkanbietern, die
WLAN quasi können, aber wenn du nicht 5 Euro dafür bezahlst, schalten die das aus. Ja. Genau, und was da ist, ich einfach mal gut gelöst, das macht mich auch noch viel wahnsinniger, ehrlicherweise, weil es ja derselbe Laden ist. Mhm. Da gibt es für die wichtigen Funktionen, gibt es an jeder Seite vom Display 5 Tasten, wo ich einfach immer zum Medienbereich komme, wo ich auf Media drücke, wo ich immer ins Telefonbuch komme, wenn ich auf so eine Kontakte-Taste drücke und sowas. Und ansonsten halt ein Touch-Display, dass man auch mal irgendwie so durchscrollen kann, durch Albumlisten oder mal vorspulen kann und sowas. Und das sogar mit Annäherungssensor. Das ist sonst so, die Information auf dem Display wird größtmöglich dargestellt, aber wenn man sich mit der Hand dem Display nähert, dann werden halt so Bedienelemente eingefahren. Das war wirklich gut. Das ist nicht CarPlay und nicht im Ansatz so hübsch, aber Ja, es ist zwar derselbe Konzern, aber ich wette, das ist dann wieder eine andere Abteilung. So, und die reden auch nicht miteinander. Ja. Hardware ist ja nicht gleich Software, ne? Aber was mich jetzt am meisten eigentlich interessiert, in welchem Auto reißt es sich dann am besten? Genau, VW-Bus oder die Audi-Limousine? Meinem. wenn du selber fährst, ne? Ich fahre ein Prius-Modell von 2012, das ist ganz okay. Ich habe ein Radio drin, was CarPlay kann, das ist auch super. Sonst vom Reisekomfort, und das würde ich nicht überraschen, gewinnt der VW-Bus deutlich. Ja, das ist schon ein Traum. Obwohl, ich glaube, so moderne SUVs, die machen dem ja nichts mehr. Die sind ja ähnlich groß. Wahrscheinlich nicht so hoch, oder? Doch. Ja? Ja. Also ich hatte früher ja schon mal einen, fühlte ich mich noch wie der König der Straßen. Wenn ich heute in meinem alten VW-Bus sitze und da fährt irgendwie der aktuelle BMW-SUV, der ist auf Augenhöhe mit mir gefahren. Okay. Das ist echt so, wow. Die Autos sind einfach so riesig geworden mittlerweile. Mit SUV-Fahrern auf Augenhöhe, das wäre doch ein geiler Werbeslogan, oder nicht? Will ich eigentlich oben drüber sitzen? Naja, egal. Der Hochgebockte. Ich fand es aber nicht nur von der Übersicht so auf der Straße, sondern auch wirklich so vom Sitzen her fand ich es extrem bequemes Reisen. Ich bin dann steigst aus und bist halt erholt. Ja. Wohingegen, wenn du dich aus einem anderen Auto mal manchmal poolen musst, da von der Straße kratzen. Ja. Ich bin auch ein Großteil der Strecke zurückgefahren. Also wir waren in Dänemark mit einer größeren Gruppe und hatten einen Anhänger mit dabei. Da hat zwar in Deutschland so eine 100er Zulassung, stellt sich aber raus, dass die deutschen Zulassungen den Dänen völlig egal sind. Und solange man nicht sich in Dänemark noch eine dänische Plakette von irgendeinem Amt draufkleben lässt, mit 100er Zulassung, darf man 80 fahren. Also 80 auf Landstraßen und 100 auf Autobahn. Das ist richtig entspannt. Und die sind allgemein 80, da sind wir auf der Autobahn. Kann das sein, dass wir auch nur 80 gefahren sind? Ich glaube schon, ja. Und das ist wirklich entspanntes Reisen, aber halt auch langes Reisen dann. Naja, aber hast du einen Tisch hinten? Kannst du hoffentlich? Ne? In dem Fall nicht. Oh. Aber falsches Modell. Dazu zu VW-Bus und so passt übrigens, dass Apples Projekt Titan angeblich. Schöne Bild. Apple CarPlay wird da wohl mit drin sein. Apple baut ja angeblich seit Jahren an seinem eigenen Auto, und das soll jetzt wohl ein T6-artiger Elektrobus werden von Apple. Na, dein neues Auto, Sven? Wenn ich mal wieder irgendwann nochmal ein Auto brauche, ja. Und im Lotto gewinnen vorher. Ja, das auch. Ja, die Nullen hinten dran möchte ich, glaube ich, nicht sehen, aber. Glaubt ihr denn, das Projekt Titan überhaupt noch kommt? Ich glaube nicht, dass Apple ein Auto baut. Es ergibt irgendwie nicht so richtig Sinn, oder? Also ich glaube, dass die weiterhin daran basteln an Software dafür, aber ich sehe es zumindest auf absehbare Zeit nicht, dass sie ein eigenes Auto bauen. Auch weil, was soll ein Apple Auto dann bitte kosten? Das muss ja in derselben Preisklasse spielen wie so ein Tesla, wahrscheinlich sogar drüber. Ja, und man sieht ja, was Tesla für einen Weg gehen musste, um jetzt dann mal das Modell 3 zum Beispiel serienreif hinzubekommen. So, das fängt ja jetzt erst wirklich problemlos an, serienreif zu werden. Und das ist, man setzt halt doch nicht mal so eben schnell ein Auto auf die Straße, ne? Nee, eben. Und dann ist halt auch die Stückzahl, das ist ein Problem. Ja. Also für Apple. Ja. Das, und auch, ja, das ist halt auch etwas größer als so ein Tablet. Mit so Lagerkosten und Transport. Aber vielleicht kann man es ja klappen. Ein Gelenkbus, ne? Also das heißt, ich habe entweder ein Fahrrad oder einen Bulli, je nachdem. Da wäre ich dabei. Ja. Ich weiß nicht, also, ja, autonomes Fahren irgendwann, wenn die da nochmal einsteigen. Ansonsten ist ja das Auto an sich jetzt nicht die zukunftsweisendste Fortbewegungsart.
aber Apple da Bock drauf hat. Wo wir beim Fahrrad und CarPlay sind, wieso gibt's nicht mal ein Bike Play irgendwie? So ein Fahrradmodus vom iPhone? Da würde ich auch sofort, da hätte ich, das stimmt, das würde ich nehmen. So. Ja, Bosch hat auch mit Kobi, ja, Kobi diverse. Ja, das schockt aber nicht so richtig. Wir hatten das mal hier. Es war nicht so richtig smart. Ja, ich hätte es auch mal dran geschraubt. Das war schon ein Abenteuer. Dann auch benutzt. Ich fand es nicht schlecht, aber ich meine, ein Navi am Fahrrad braucht man irgendwie auch eher selten. Und zu wissen, wie schnell man unterwegs ist, ja gut, das ist was, wenn man es irgendwie sportlich betreibt. Du brauchst kein Navi am Fahrrad? Wieso das denn nicht? Mir würde es ja schon reichen, wenn Apple Karten einfach auch Fahrradnavigation anbieten würde. Ja. Entweder darf ich mit dem Auto fahren oder zu Fuß gehen. Ja. Aber alles andere wird zur Wegzeitberechnung nicht zugelassen. Ja, ich tippe dann meistens eher auf zu Fuß gehen, weil. Ist man halt schneller da. Ja, nein. Mit dem Fahrrad fahre ich dann lieber die Fußstrecke, als wenn ich dann über eine Bundesstraße mit dem Fahrrad muss oder so. Aber habt ihr da irgendeine kluge App im Einsatz? Ich nutze immer noch, ich hatte mal Bike Citizen ausprobiert, das fand ich aber auch irgendwie, das war mir zu hässlich. Jetzt nutze ich aktuell Komoot. Ja, das nutze ich auch, wenn ich am Wochenende mal eine längere Tour mache oder so. Weil du da halt auch wirklich sehen kannst, Steigung, Straßenbelag und so. Das funktioniert auch meistens recht gut. Genau, und weil die auch Routen drin haben. Ja. Also so, das habe ich im letzten Sommer, der ja, die Eltern unter uns erinnern sich, ein intensiver Sommer war. Ja. Häufig, bitte? Ist okay. Habe ich da häufig genutzt, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und nachdem die Sonne so ein bisschen untergegangen war, nochmal eine Runde rauszukommen, weil ich den Tag über dann doch eher im Büro verbracht habe, weil es hier erträglich war im Vergleich zu draußen oder im Homeoffice, um eine Runde Rad zu fahren. Ja. Und dann statt ziellos durch die Gegend zu irren, dann sich da eben eine Route rauszusuchen, das fand ich ganz cool. Ja. Ja, ich nutze es, wenn ich irgendwie die Gegend erkunden möchte und weiß, ich will dahin und dann nehme ich vielleicht, man kann es ja auch so schöne Punkt-zu-Punkt-Navigation, du kannst ja sogar über irgendwelche Sehenswürdigkeiten hinweg eigene Routen erstellen und so, das kannst du vor allem am Rechner machen und dann aufs iPhone übertragen, das ist auch sehr angenehm, also die hat schon viele tolle Funktionen. Das sollte vielleicht mal ein MacLife-Thema werden. Ich glaube, wir hatten eh so über so ein Bike-Thema nachgedacht, oder nicht? Ich denke das auch, ja. Aber vielleicht können sich ja Menschen nochmal bei uns melden, wenn ihr was Cooles habt, was zu diesem ganzen Fahrrad-Kosmos passt. Also sowohl an Apps als auch an Zubehör. Weil woran es mir persönlich auch mangelt, ist eine coole Fahrradhalterung fürs iPhone. Also zuletzt habe ich von Wicked Chili, heißen sie, glaube ich. Irgendwie so. Was genutzt, was eigentlich auch nur funktioniert, also es ist so eine Hülle ums iPhone drumherum, das ist mal nicht schlecht, dass wenn es doch mal aus der Haltung rutschen soll, dass es halt nicht sofort kaputt ist, sondern gepolstert ist da drin. Die bringst du dann am Fahrrad an. Und die bringt man am Fahrrad an. Das heißt aber auch, man muss es da mal reinfriemeln und wieder rausfriemeln und eigentlich hätte ich gerne, wie im Auto, eine vernünftig sichere Halterung, wo ich es aber reinstecke und läuft. Im Idealfall ist das Ganze natürlich dann mit G-Charging, was mit an meiner Lampe mit dran hängt. Und das iPhone zumindest so ein bisschen mit Strom versorgen kann nebenbei noch. Schafft der Dynamo das? Also Nabendynamo schafft mehr? Ich dachte, das ist die Frage. Ja, gut, aber ich glaube, Nabendynamo könnte fast schon reichen, um kabellos zu laden. Ja. Aber ich habe kein Nabendynamo, aber... Das muss ja auch nicht so sein, dass das iPhone dann nach 2 Stunden Radfahren immer noch bei 100% ist oder sowas, sondern einfach nur, dass man... Dass es sich nicht so schnell entleert. Genau. Ja. Genau. Das wäre eine Option. Ja, bei mir müsste es halt wirklich schnell drangeklimselt sein und sicher dranhängen, weil ich muss ja sowieso schon bei meinem Fahrrad alles abbauen, wenn ich das irgendwo anschließe, das ist grausam. Ich bin 5 Minuten mit An- und Auf- und Abbau von meinem Fahrrad beschäftigt. Ja. Die Lampen sind nur dran gebömselt, die Luftpumpe ist nur dran gebömselt, der Tacho ist nur dran gebömselt. Ich habe damals Aufpreis für bezahlt, dass ich vernünftige Lampen habe, keine USB zu laden, Akkuscheiß, sondern... Ja, ich muss alles ab- und aufbauen. Mit Dynamo. Geht mir ähnlich. Also wie schön wäre das, wenn man sein Fahrrad auch einfach irgendwo hinstellen könnte und das einfach da bleiben würde. Ja. Und aber dieses 20-Kilo-Schloss mitzuschleppen, damit das nicht irgendjemand wegnimmt, finde ich echt anstrengend. Ja. Also Leute, klaut keine Fahrräder. Gut. Der Clown ist sowieso assi. Ja, genau. Wie haben wir den Bogen jetzt geschafft zum Fahrradfahren? über CarPlay und Navigation und so. Und ich dachte, ich möchte Bikeplay haben. Okay, ich gucke mir das an mit Komoot. Ich glaube, es ist aber, es ist ganz nett, vielleicht so für Freizeitfahrten, aber so für das alltägliche Fahren. Nee, für alltäglichen Nutzen ist es nicht so. Nein. Geeignet. Nee, aber auf alltäglichen Routen habe ich es auch nicht so nötig. Also da weiß ich, wo ich lang fahre. Ja, aber vielleicht würdest du es auch tracken. Ja, das mache ich mit Apple Watch.
Ha. Bei mir erkennt sie übrigens nicht, dass ich Fahrrad fahre. Also ich fährst du zu langsam. Bist du langsam? Nein, das kann nicht sein, dass ich zu langsam fahre. Ich war gestern auf der Veloroute mit Tempo 30. Oh. Ist geil. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja, auf der Velo 10? Ja. Ja. Schön. Die gefällt mir. Ja, wir können zum nächsten Thema kommen, weil wer die Veloroute 10 hier in Kiel mal kennenlernen möchte, der könnte zum Beispiel anfangen, bei Falke Media zu arbeiten. Falke Media. Wir gestalten Medien mit Leidenschaft und suchen deine Begeisterung. Als modernes Medienhaus direkt an der Kieler Förde produzieren wir Videos, Websites, Magazine und sind auch auf Instagram und Facebook ganz vorne mit dabei. Steige jetzt ein als Azubi und mach mehr aus deiner Leidenschaft. Mehr auf falkemedia.de/karriere. Ja, das war... Ach, das übersteuert. Für uns war das ein bisschen laut. Im Podcast ist es bestimmt die richtige Lautstärke nachher. Ich zeige den Leuten, die dann bei uns anfangen, auch persönlich die Veloroute. Ich weiß nicht, ob das hilft oder ob das abschreckend ist. Ja, auf jeden Fall. Falke Media sucht an allen Ecken und allen Kanten neue Mitarbeiter. Und falkemedia.de/karriere oder sonst in den Shownotes. Genau. Vielleicht ist ja für euch das Richtige dabei. Ein Thema haben wir noch, glaube ich. Überleitung. Ja, Überleitung ist heute, ich bin noch ein bisschen im Urlaubsmodus. Aber wenn ihr dann hier anfangt und Probleme mit Apple Pay habt, könnt ihr persönlich bei uns dann in der Redaktion reinkommen. Ja, überhaupt das ganze Geld, um das ganze Geld auszugeben. Ja, hier stimmt. Die Säckeweise raustragen werde. Die ihr hier raustragt, ja. Apple Pay, ich habe ein neues Thema, was ich immer noch habe, ist auch eine Anekdote. Aus, ich war in Dänemark, wie gesagt, im Urlaub. Habe ich da schon erwähnt, dass ich im Urlaub war? Da schließt sich der Kreis. Was für ein Fahrrad da? Leider nein. Hätte ich gerne gemacht, aber hat auf den Hänger nicht drauf gepasst. So, jetzt ist ja Dänemark wohl das Apple Pay Paradies, oder nicht? Auf jeden Fall wird man nirgends komisch angeguckt. Ah, das also ich hab tatsächlich einen kleinen Kaufmann gefunden, der noch ein altes Zahlungsterminal hatte, was allgemein kein NFC kann, wo ich dann auch mit Apple Pay aufgeschmissen war, aber sonst es geht halt überall und allen ist völlig klar, was man da gerade tut. Das fand ich angenehm. Ja. Und ja. Und in Dänemark ist es offensichtlich auch sowieso gang und gäbe, mit Smartphones zu zahlen, weil ich habe auf ganz vielen Terminals, das habe ich hier noch nicht gesehen, waren so Aufkleber, ich glaube, das ist Quick Pay oder irgendwie sowas, so ein QR-Code-basiertes System. Dass also auch Menschen, die kein Apple Pay oder Google Pay können, weil ihre Bank da nicht mitspielt, können dann zahlen mit Smartphones. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, das meiste, wenn ich in Schlangen stand irgendwo, ist trotzdem weiterhin die Plastikkarte. Das sind die ganzen deutschen Urlauber wahrscheinlich. Ich war jetzt ja in der Off-Season da, so viele Urlauber sind da gar nicht. Mir ist bei Rossmann aufgefallen, dass die explizit jetzt mit Papier aufstülpern über ihre Kartenterminals hinweisen, dass sie Google und Apple Pay nehmen. Das ist mir auch bisher noch in keinem Ladengeschäft so aufgefallen. Die haben das explizit quasi als Pappaufsteller daneben jetzt. Was ich habe es in einem Edeka-Markt gesehen, der bei mir auf dem Dorf neu gemacht worden ist. Die haben neue Kassensysteme eingeführt und sind ein bisschen auf so einem Abschreckungstrip, was Bargeld anbelangt. Denn die Kassierer, Kassiererinnen bekommen da aus, wie sie, wenn man sie fragt, sagen sie aus hygienischen Gründen, kein Bargeld mehr in die Hände. Du kannst mit deiner Karte erstmal bezahlen, aber wenn du sagst Bargeld, dann sagt der freundliche Kassierer, ja, am Ende der Kasse kannst du reinschmeißen. Kenn ich von so Tankstellen. Der Zählautomat, da schmeißt man dann Scheine und Münzen irgendwie rein und dann schmeißt du das irgendwas zurück, aber der Kassierer muss das eklige Bargeld nicht anfassen. Kenne ich von Tankstellen, ja. Ich glaube aber nicht, dass da die Hygiene Grund ist, sondern eher das Misstrauen gegenüber den Kassiererinnen. Oh, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Stimmt die Kasse. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, das kann natürlich auch sein. Einer der Punkte und ist tatsächlich, du den Bargeldverkehr, also die Kassiererin kann ja dann schon mal weitermachen, während der nächste Kunde damit sein Bargeld rumbömmelt. So, also es hat wahrscheinlich auch wirklich Geschwindigkeitsgründe. Ich denke auch, das ist eher so ein Zeitfaktor. Ja, und es verlagert den Pain ja wieder zum Kunden. Ja. Also der muss sich ja mit der Maschine rumschlagen. Ja. Genau. Und alles führt ja nachher dahin, dass die Kassierer ganz weggelassen werden können. Ja. Der gleiche Markt hat übrigens auch die ersten gut funktionierenden Lego-Automaten. Naja, da muss ich hin. Ja. Ein Traum. Das ist der Edeka. Ist der schneller als ein Mensch? Ja. Gibt's ja nicht. Und ich habe da bisher auch alles reingeworfen,
Das ist alles nie was zurückgeworfen, so hier mach das nochmal neu oder so, sondern das geht einfach immer alles. Der nimmt auch Marken, die sie nicht immer dem Sortiment führen. Ich behaupte das jetzt mal. Oh, da vielleicht radel ich da auch mal hin, auch also wenn es weit weg ist. Auf jeden Fall habe ich da nie über die Brücke, ne? Ja, eine Fähre. jedenfalls gab es da nie die Meldung, hier dreh das mal um oder Etikett nicht lesbar oder Objekt zu lang. Objekt zu lang. Habe ich das nicht? Ich erinnere mich dunkel. Das hatte ich auch. Mit Automaten, die Flaschen sehr weit einziehen, dann feststellen, sie erkennen die nicht, aber weil die Dinger so verdreckt und verklebt sind, kriegen sie es wahrscheinlich auch transportiert. Das heißt, man muss den Arm, also den Pullover selber zurückschieben, damit man nichts irgendwie berührt in diesem Automaten. Das ist alles so kaputt, dieses Automaten. Aus diesem Automaten raus. Das ist ein Horrorfilm, oder? Und dann frisst sich der Automat. Wenn du den Arm weich noch drin hast, sagt, das ist für Objekt zu lang. ja, gut. Ja, eine andere Apple Pay-Geschichte habe ich noch. Nee, warte mal. Ja? Wurde jetzt das Geld des Leergutautomaten direkt auf dein Apple Pay-Konto gutgeschrieben? Nein. Aber das kann. Grundsätzlich ist das machbar. Das habe ich ja auch im letzten Podcast kurz mit dem ComDirect-Mitarbeiter da erörtert. Das ist grundsätzlich machbar. Märkte müssten das wollen. Okay. Also die müssten über den NFC. Die Zettel will man ja auch nicht mehr haben. Das richtig. Ist Quatsch. Brauchst du ja nicht. Richtig. Und was auch grundsätzlich möglich ist, ist, dass so Kassenbons, also Quittungen, digital mit übermittelt werden. Mhm. Mein Markt wird im Mai umgebaut. Vielleicht sollte ich das jetzt mal anmerken. Ja. Mhm. Ich schmeiß das Thema vor die Füße. Von Sky zu Rewe, oder? Richtig. Ah. Ja. Mhm. Und dann kriegen die auch neue Kassenterminals. Das habe ich schon erfragt, weil ich kann nämlich nicht kontaktlos bei mir bezahlen. Gar nicht. Also dann ja natürlich auch nicht mit Apple Pay und Google Pay. Ja. Aber die kriegen alles neu. Neue Kassensysteme und alles. Keine Lösung gefunden haben die, habe ich das erwähnt, Famila heißen sie. Habe ich letztes Mal, glaube ich, auch erzählt. Mit ihrem Kassensystem. Das sind diejenigen, wo ich an den Self-Checkout-Kassen mit Apple Pay bezahlen kann und wo Unterschrift verlangt wird. Ah, okay. Was ja doppelt schwachsinnig ist. Und die haben tatsächlich gerade heute, haben hat sich da Nadine heißt sie, nochmal gemeldet, dass die jetzt da 2 Wochen dabei sind, das versuchen zu lösen, wie das irgendwie ist, aber die finden die Einstellung da nicht. Du hast also wirklich Arbeit verursacht? Ich habe die Arbeit verursacht. Hab ihr zurückgeschrieben, dass es schon okay sei und ich dann halt weiterhin mit Kreuzen, Kreisen und Smileys unterschreibe. Was ich wirklich mache. Weil das kommt eh keiner. Ich glaube, ich muss da auch mal einkaufen. Nur deswegen. Das ist eine große Schau. Der Gag ist aber, wie gesagt, es ist Apple Pay. Ja, ja, klar. Es ist mit meiner, wenn ich mit der in Apple Pay in der Kreditkarte da bezahle, ist es nicht. Was ich hochgradig irritierend finde. Das ist schon lustig. Naja, gut. Das ist irgendein Einstellungsfehler auf deren Seite. Anderes Thema kurz zu den Self-Scan-Kassen. Ja. Wie funktioniert das da mit, wenn du eine Flasche Bier kaufst? Funktioniert das da? Ja, dann blinkt es da rot auf und dann muss. Okay, dann kommt ein Mitarbeiter. Ja, okay. Auch bei Pfandbons. Ist also noch nicht gelöst. Bei Pfandbons genauso. Bei was? Pfandbons. Ach so. Was ich nicht verstehe, weil die sind ja codiert und man könnte ja einfach mehr als den Preis in diesen Code reinpacken und diesen Code danach einfach ungültig stempeln im System und fertig. Ja, wahrscheinlich kann das der Pfandautomat aber noch nicht. Da müsste wahrscheinlich wieder jemand 4 Wochen dran arbeiten, damit das funktioniert. Alles nicht fertig. Das ist alles nicht so einfach mit der Digitalisierung. Das könnte sein. Es könnte sein, dass im Automaten scheitert, ja. Ja, der kann wahrscheinlich wirklich nur den Preis im Barcode codiert raushauen. Ich meine, bei mir im Supermarkt malen die auch noch fleißig Zahlen auf dem Pfandbon, wenn sie, die malen eine Zahl, eine fortlaufende Nummer und dann kommt der mit in die Kasse rein und wird dann auch so abgeheftet. So, um nicht irgendwie, dadurch wird er quasi entwertet, damit nicht Leute mehrmals damit irgendwie Geld aus der Kasse holen. Du wohnst in der Gegend, oh Mann. Ja, ist schlimm, ne? Na gut, aber die Alkoholproblematik, die könnte man ja auch lösen, indem man quasi vorher abfragt, oder? Auch da ist ein bisschen ein Gag. Also so eine Kreditkarte, die kriege ich ja noch mit 12 gar nicht. Ja, eben. Stimmt, ja. Also, ja, aber du könntest die Kreditkarte von deinem Opa benutzen oder so. Ja, aber dann kann ich auch Opas Ausweis dazu klauen. Dann kannst du den Opa wahrscheinlich direkt mitnehmen. Ja, oder über die Kundenkarte lösen. Also es muss doch auch gehen, oder nicht? Ja. Ja, aber die Kundenkarte könntest du auch mitnehmen, ja. Aber man könnte doch, wenn da jetzt kommt hier, ich habe eine Flasche Wein gescannt, könnte doch sagen, ja, zeig mir mal, dass du alt genug bist, hier zeig mal dein Apple Pay oder was auch immer. Ja, oder du hältst kurz dein Gesicht vor die Kamera, der Algorithmus kann dich doch bestimmt inzwischen schon auf so alt schätzen, wie du bist. Also, kann ich mir schon vorstellen. Darf ich mich halt bei mir rasieren? Ja. Nein, ich darf mich nicht rasieren, weil dann würde ich kein Bier mehr bekommen, aber ich kann das nicht, ehrlicherweise.
Du kannst nicht so erkennen, wie alt Leute sind? Nee. Ach so. Nee, also natürlich ab einem gewissen Alter schon. So. Ja, aber du musst ja nur 18 oder 16. Ja, bitte. Tippen können. Ich bin neulich hier mal wieder auf dem Weg nach Hause von einem Freund, habe ich noch in der Bergstraße zu Fuß angehalten. Das ist hier so, wo so die Studentendisco ist in Kiel. Nennen wir es Disco. Da gibt's, ja, ist aber die einzige Ecke in Kiel, wo du nachts um 3 Uhr ein Stück Pizza bekommst. Der Hotspot hier. Das stimmt. Da bekommst du nachts noch Pizza. Und da stand ich dann, hab eine Pizza gegessen mit einem Kumpel zusammen. Und haben uns gerade unterhalten, weil was da so an dir vorbeiläuft an Menschen, also tatsächlich gerade bei Frauen ist es immer schwieriger. Ich würde mir nicht zutrauen, zu entscheiden, ob jemand 14, 16 oder 18 ist. Ja. Ja, bei uns war es so, dass du, also beim Zweifeln muss man als Kassierer halt einfach per so verlangen und das machen auch viele ja tatsächlich so. Aber du kannst ja ab einem bestimmten Typ Mensch schon sagen, na, der ist definitiv über 18, so. Ja. Und im Zweifel musst du halt gucken. Tatsächlich wurde ich neulich gefragt am Ausweis. Und ich war sehr kurz davor, die Kassiererin einfach direkt zu heiraten. Konnt ihr nicht so gut gucken? Unklar. Hat sie den Antrag angenommen? Ich war kurz, ich konnte mich auch noch zurückhalten. Ach ja. Hab dann doch gedacht, dass es vielleicht mehr bedarf als nur Geringfähigkeiten beim Einschätzen von Alter von Leuten. Ja, aber das wäre doch ein guter Einstieg gewesen. Man hätte sich ja vorher noch mal kennenlernen können, bevor man zum Standesamt läuft. Lassen wir das. Gut. Was ich auch gelesen habe, ist, dass Apple laut dem Wall Street Journal zusammen mit Goldman Sachs, ausgerechnet Goldman Sachs, an einer eigenen Mastercard arbeitet. Vermutlich um, also nicht vermutlich, aber offensichtlich einfach Banken zu umgehen. Ja. Und sagen, hier, ihr kriegt gar nichts mehr von eurem ganzen Geld und Teil davon kriegen die Kunden, weil was so ein bisschen der Deal sein soll, ist, dass Karteninhaber überall, wo sie Apple Pay dann nutzen, automatisch 2% Cashback bekommen, was dann vermutlich vielleicht auch dementsprechend, was Apple sich bisher so einverleibt, was mit einem Großteil ist, was Apple sich einverleibt. Und gleichzeitig soll dann auch noch die Wallet-App so ein bisschen aufgebohrt werden und so ein bisschen Tricks lernen, die die Fitness-App jetzt schon kann, dass man so mit der Metrik von Ringen Ausgaben erkennt, ob man zu viel Ausgaben hatte oder ob man in einer Woche deutlich mehr für Lebensmittel ausgegeben hat als im Durchschnitt des Jahres oder irgendwie sowas. Wollen wir eine Apple-Kreditkarte haben? Also ich fand ja bisher so sympathisch, dass es aufgeteilt ist. Also meine Bank sieht weiterhin meine Umsätze, muss sie ja, um meinen Bankverkehr regeln zu können. Das war ja bisher auch so. Und Apple kriegt nicht alles mit, was die Bank mitkriegt, und die Bank kriegt nicht alles mit, was Apple zu sehen bekommt. Also diese Aufteilung fand ich ganz sympathisch an Apple Pay bisher. Ich würde lieber eine Apple Pay-Karte haben als zum Beispiel eine Facebook Kreditkarte. ja. Das kann ich unterschreiben, aber ich glaube, ich würde sie mir trotzdem nicht holen, weil ich möchte nicht, ich möchte nicht von Apple jetzt eine Kreditkarte haben. So. Ja, aber das ist ja eigentlich sowieso eine rein hypothetische Frage, weil wenn wir darüber reden, dass Apple eventuell eine eigene Kreditkarte bringt, wird das sicherlich auch erstmal nur für die USA gelten. Ja, klar, aber in 5 Jahren dann, wenn es dann soweit ist, hier, weiß ich nicht, ob ich dann. Meint ihr, dass das US-only wäre? Also ich habe das, bisher habe ich da letztendlich immer eher an den internationalen Markt gedacht, gerade weil so eine Mastercard überall funktioniert und weil in den USA ja schon recht viele Banken sowieso an Bord sind. Also klar, Apple könnte damit mehr Geld machen, aber dann muss man Leute halt, also man müsste Leute zum Wechsel bewegen, die ohnehin schon eine Apple Pay-Fähigkreditkarte haben. Ja. Wenn während du es in Deutschland auf den Markt schmeißt, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, der Apple Pay nutzen möchte, das aber nicht kann, weil er bei der Sparkasse ist oder so. Ja, auf der anderen Seite können wir halt zum Beispiel immer noch nicht per iMessage uns Geld durch die Gegend schicken. Apple Pay Cash, ja. Ja, weil wir da wohl irgendwie eine amerikanische Sozialversicherungsnummer für bräuchten. Ja. Und ich wette, dass du die dann auch für diese Kreditkarte bräuchtest. So. Ich glaube, dass da irgendwelche Bankengesetze noch so ein bisschen Probleme bereiten. Aber unabhängig davon, dass es dann vielleicht da irgendwelche, dass es erstmal nur in den USA gibt. Du willst du gar nicht erst haben. Ich finde es interessant, weil es ist dann die Frage, wer die Daten hat.
So, ja. Wenn das bei Goldman Sachs landet, bin ich auch. Die werden nicht so ja irgendwas von dem Kuchen haben wollen. Aber wenn Apple die Hand auf den Daten hat, denen würde ich grundsätzlich erstmal mehr trauen als jeder Bank in Deutschland. Datenschutz, ein Datenschutzding. Ja, aber sind dir deine Daten diese 2% wert? Weil darauf wird es ja hinauslaufen, dass das eigentlich der Gegenwert für deine Daten ist. Ja, natürlich kriege ich gar nichts von meinen Daten bei meiner Bank. Ja, gut. Aber die braucht die ja nun auch irgendwie, um eine Kontobewegung zu machen. Ja. Gut, ich weiß, die fängt damit auch was an mit meinen Daten. Also vielleicht jetzt nicht explizit mit meinen, aber so Big Data-mäßig werden Banken hoffentlich auch irgendwas aus den Daten machen, so um zumindest Trends abzusehen und so. Weiß ich nicht. Du bist doch, Sven, bei einer guten Bank. Wann können die Apple Pay? Gibt's da schon irgendwas? Gar nicht. Die arbeiten auch an irgendeiner eigenen, keine Ahnung, NFC-Lösung oder so. Die wollen, glaube ich, nicht auf Apple Pay. Das ist schade. Ja, ich vermisse das jetzt auch noch nicht, aber ich habe auch keine Apple Watch, deswegen ist. Ja, und ich glaube, ja, das ist ein Argument, weil ich denke, da der wahre Luxus von Apple Pay hält erst mit Apple Watch Einzug. Ja. Ob ich jetzt mein Telefon aus dem Portemonnaie ziehe oder die Karte, das ist eigentlich egal. Theoretisch könnte ich auch nur die Karte ans Telefon kleben. Ja. Dann aber vielleicht. Ich habe jetzt mein eigenes Apple Pay mit Patek. Doch so Höhlen, wo man sieht. Ne? Also. Kann man durch eine Kreditkarte hindurch das iPhone laden, wenn du das hinten drauf klebst? Ausprobieren. Wir haben doch hier kabellose Lader. Ich weiß nur, dass man da darf keine. Ich deine Karte? Nee, danke, danke. Ich weiß nur, dass man da keine Elektro. Und das ist ja auch mit Magnet und ich würde es lassen. Würdest du, Herr Molz, das als Außenreporter quasi nicht herausfinden? Das kann so wie bei was die Außenwette sein. Nee. Ihr sucht nur Blöden. Ich wette, dass den Magnetstreifen ruiniert. Ich wette, dass das Anker Cheat Charging Terminal 3 Kreditkarte unter 2 Minuten grillt. Und ganz Oberammergau macht mit. Ja. Wetten, dass wir auf dem Marktplatz von 100 Leute zusammenkriegen, die ihre Kreditkarten mit uns gemeinsam grillen. Oh Mann, ja. Gut, wir müssen eine große Samstagabend-Unterhaltungssendung machen. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch weitere Themen? Wenn ihr das auch so seht mit der Abendunterhaltung, dann lasst uns doch ein Like da oder eine Rezension oder tweetet uns an, erzählt euren Freunden von Schleifenquadrat, schreit es in die Welt hinaus, druckt euch T-Shirts mit uns. Fällt mir ja, noch was dann ein? Schickt uns auch Fotos. Schickt uns Fotos davon, genau. Vielleicht sollten wir Merchandise anbieten. Ja. Nein, aber Bettwäsche. Wenn ihr zum Beispiel in der Apple Podcast-App eine Bewertung da lasst, dann hilft uns das natürlich, um dann noch ein bisschen größer zu werden, weil diese Bewertung schon, niemand weiß genau, wie ins Ranking reinspielen, aber sie spielen halt mit rein. Genau, das klingt mal ein bisschen nach Betteln, aber wenn ihr 10 Minuten Zeit habt, gar nicht mal 10 Sekunden eher Zeit habt. Ja, 5 Sterne. Klickt da mal auf ein paar Sterne. Oder so viel, wie ihr wollt. Schreibt gerne noch einen Satz dazu. Und twittert uns an, schreibt uns Facebook, wenn euch irgendwas noch fehlt, wenn ihr was noch besser machen könnt, wenn irgendwas gar nicht geht. Wir husten so viel bei den Sendungen oder irgendwie so, wie bei der letzten. Diesmal ging's. Ja. 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 Alle genesen. Gut. Dann der Rauschmeißer. Haben wir noch einen Spam des Monats? Ich habe das diesmal 3 geteilt oder 4 geteilt, weil es keine komplett gute Spam des Monats gab. Ich möchte aber anfangen mit einem Sicherheitshinweis. Ich dachte mir, ich nutze die Rubrik mal. Bei mir sind vermehrt im E-Mail-Postfach, was heißt vermehrt, eigentlich seit 5 Tagen nur noch solche Mails eingegangen, die wohl, also augenscheinlich von meinem eigenen E-Mail-Konto sind und die auch damit anfangen, dass jemand schreibt, guck mal, ich habe dir von deinem Mail-Konto geschrieben, das ist der Beweis dafür, dass ich dein E-Mail-Konto gehackt habe. Bitte überweis mir jetzt dringend Geld. Hier jetzt an dieser Stelle der ganz offizielle Sicherheitshinweis, nein. Nichts überweisen. Nur weil die offensichtlich von eurem Konto kommen, heißt das nicht, dass sie es auch wirklich tun. Man kann sehr leicht den Kopf von der E-Mail, wo die ganzen Daten drin sind, manipulieren und dann kann ich das so aussehen lassen, wie wenn die von jeder E-Mail-Adresse der Welt kommen. Also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Die sind teilweise so, dass auch Leute, die sich mit Technik auskennen, schon ins Grübeln kommen, aber die Flut, die jetzt gerade kommt, das ist echt einfach nur Fake. Also nicht nervös werden. Tatsächlich ähnlich leicht zu fälschen wie bei echten Briefen, wo ich einfach auch oben links in die Ecke reinschreiben kann, Absender Kasper.
Richtig, genau. Also da muss man sich technisch auch nicht groß auskennen. Das übernehmen auch Tools für einen inzwischen, weil das sind ja auch Massen-E-Mails. Also das wird ja schon Massen, das ist ja nicht so, dass sich jemand hinsetzt und jede einzelne dieser Mails selber manipuliert. Das wird ja massenhaft gemacht. Und im Zweifel immer lieber einmal mehr löschen. Ja. Wenn es wirklich dringend ist, wird derjenige sich schon irgendwie bei euch melden. Schickt dann schon eine Mahnung. Genau. Ja, und so nur per Post. Wenn es wirklich eine Rechnung oder sowas ist, die haben eure, wenn ihr was bestellt habt, die haben eure Lieferadresse und da gibt es dann auch eine Brief hin mit einer Mahnung oder sowas. Also lasst euch da nicht irgendwie nervös machen. Und ich kenne auch keinen Online-Anbieter, der euch eine Rechnung als Doc-Datei schickt. Nein, definitiv nicht. Das gibt es nicht. Und auch niemand, der euch nochmal bittet, eure Anmeldedaten irgendwo anzugeben oder solche Späße. Wenn das doch öffnet, vorher Backup machen. Ja. Vielleicht machen wir nochmal eine IT-Sicherheits-Spezialfolge. So, dann habe ich noch drei Dinge heute beim Durchsuchen der Spams gelernt. Einmal gibt es die Erkenntnis, dass Spammer jetzt auch Wortwitze machen neuerdings. Und zwar mit dem Beispiel, kann sich in die Länge ziehen, neuer 60 Meter Gartenschlauch. Das besser genau. Als wir. Ja, die landete bei mir im Postfach. Dann aus der Kategorie geschenkt. Moment, was kostet der? Der musst du auf den Link klicken, okay. Damit du das weißt. Aus der Kategorie Geschenktipp, eine tolle Idee für eine Feier, Massagekissen. Ich habe dann kurz überlegt, wie diese Feier aussieht. Wenn wir da alle mit unseren Massagekissen sitzen. Eingeschränkte Beleuchtung. Ja, das wird, glaube ich, eine richtig hippe, fetzige Fete, ja. Und dann zum Schluss noch aus der Kategorie wieder was gelernt, und zwar wirklich was gelernt, was ich vorher nicht kannte. Und zwar ein Angebot, welches man wieder mal nicht ablehnen kann, und zwar das brandneue Ho'oponopono-Zertifikat wurde mir angeboten. Ich habe so ähnlich geguckt wie ihr, weil ich nicht wusste, was Ho'oponopono denn sein sollte. Ich habe auch geübt vorhin, wenn ich das ausspreche. Kann man das rückwärts lesen? Ich habe dann auf Wikipedia nachgeguckt. Ho'oponopono ist hawaiianisch und bedeutet in etwa so viel wie in Ordnung bringen. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Verfahren zur Aussöhnung und Vergebung. Ähnliche Bräuche sind im gesamten südpazifischen Raum bekannt. Traditionelles Ho'oponopono wurde durch einen oder eine Heilpriesterin zur Heilung körperlicher und geistiger Krankheiten durchgeführt, vorwiegend mit Familiengruppen. So. Ja, können wir brauchen, oder? Ho'oponopono. Und laut dieser Spam-Mail kann ich da ein offizielles Zertifikat machen und bin dann Ho'oponopono-Trainer und so. Das ist natürlich Schwachsinn, aber ich habe durch die Mail wieder was gelernt. Ja, vielen Dank. Bitte gerne. Wenig hinzuzufügen. Nee. Vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiederhören. Ciao. Tschüss. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Mhm. Das war viel Quatsch diesmal.